Wir haben
Thank you.
danach habe ich mir auch schon gesagt, magst du ja meine Warte geben. Wenn ein Flugzeug erschöpft, durch den Tag am Steg verbrennt, brauchen wir zu sehen, wie die Masse langsam verschwindet. Er macht die Rasse nicht schnell, und das Einzige, was man noch sieht, sein Flieh, sein Flieh, sein Flieh, sein Zwang, das stillsteht. Weil der Stein in den Himmel schießt, von einem, der auszog, um unruhige Geister zu zählen, hörte ich einst, wenn du Buddha zum Lachen bringen willst, erzähl ich von deinem Plan. Und du weinst, Oktober ist ein Scheißmonat, oh mein Rolf, verdammt. Du weißt, Oktober ist ein Scheißmonat, um tatsächlich zu gehen. Hier ist das Lied, was du dir gewünscht hast, in einem Atemzug mit. Ich hoffe, dass du findest, was du suchst, am anderen Ende der Welt. Und ich wünschte mir sehr, dass das nur eine Floskel wäre. Doch weiter als von dieser zu der neuen Heimat drüben kann man nicht ohne umzudrehen einen Meter weiter fliegen. Was bedeutet das, egal wohin du fliegst, du immer auf einem Heimweg bist. Und du weißt, Oktober ist ein Scheißmonat, um an Rollfeldern zu stehen. Und du weißt, Oktober ist ein Scheißmonat, um tatsächlich zu gehen. Vom Satellit, der über den Nordpol zieht und einen Eisbär im Eis wandern sieht, von seinem eigenen eisigen Orbit aus. Ich glaube, Austauschbarkeit zu ganzen. Du weißt, Oktober ist ein Scheißmonat, um an Rollfeldern zu stehen. Und du weißt, Oktober ist ein Scheißmonat, um Abschied zu nehmen, um Abschied zu nehmen, um Abschied zu nehmen, um tatsächlich zu gehen. Bye bye. Bye bye.
gedacht, dass das hier zählt? Was der Grund ist, weshalb es funktioniert, ohne Grundriss. Einfach so drauf losgegangen, ohne einen Anhaltspunkt. Einfach so drauf losgetraut. Ich mag dich gern, lächelnd hin, von der Seite, sodass du es nicht bemerkst. Auf der Straße zwischen Leuten, wie wir selbstverständlich nebeneinander. Aber immer unterschiedlich schwer. Ich gehe mit dir schlafen, stehe mit dir auf. Von den ewigen Fragen habe ich seelischen Schluck auf. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie man teilt. Und auch nicht, wie man sich diese Unsicherheit verzeiht. Ich mag dich gern, lächelnd von der Seite, sodass du es nicht bemerkst. Auf der Straße zwischen Leuten gehen wir wie selbstverständlich nebeneinander her, aber immer unterschiedlich schwer. Zwischen Leuten, die selbstverständlich nebeneinander, aber immer unterschiedlich schwer, immer unterschiedlich schwer, immer unterschiedlich schwer, immer unterschiedlich schwer. Ja. Hast du die Liebe gesehen, Gott ist dir alt geworden. Die Haare grau, die Augen voller Sorgen. Der wohnt schon ewig hier, direkt neben der Eingangstür. Und wie hält das nur aus, das Schlagen der Türen von den Leuten, die hier ein- und ausgehen. Und ab und zu denken wir, ob's nicht besser wäre, die Liebe ins Heim zu geben. Da kann sie dann mit den anderen alten Lieben lachen und reden und Ball spielen. Aber du sagst, die fährt doch immer noch Fahrrad. Die kommt doch immer noch klar. Ist schon lang nicht mehr gefallen. Kauft noch immer selber ein. Lass sie noch ein bisschen hier sein. Sie soll ruhig noch ein bisschen hier sein. Lass sie noch ein bisschen hier sein. Die kommt doch immer noch klar. Fährt doch immer noch Fahrrad. Fährt doch immer noch Fahrrad. Die alte Liebe kennt hier jeden im Viertel. Und keiner legt sich an mit der Matte. Die kennt alle Leichen in allen Kellern mit vorne. Hat an guten Tagen einen klaren Blick, sitzt den ganzen Tag im Fenster und sagt, was sie denkt. Und ab und zu denken wir, ob's nicht besser wäre, die Liebe ins Heim zu geben. Da kann sie dann mit den anderen halten.
sagst, die fährt doch immer noch Fahrrad. Die kommt doch immer noch klar. Ist schon lange nicht mehr gefallen, kauft noch immer selber ein. Lass sie noch ein bisschen hier sein. Soll ich noch ein bisschen hier sein? Lass sie noch ein bisschen hier sein. Die kommt doch immer noch klar. Fährt doch immer noch Fahrrad. Die fährt doch immer noch Fahrrad. Die fährt doch immer noch Fahrrad. Ob's nicht besser wär, mit den anderen alten Lieben zu lachen, zu reden, zu Ball spielen. Aber du sagst, sie fahren doch immer noch Fahrrad. Die kommen doch immer noch klar. Sind schon lange nicht mehr gefallen, kaufen immer selber ein. Ist sie noch ein bisschen hier sein? Die sollen ruhig noch ein bisschen hier sein. Lass sie noch ein bisschen hier sein, die kommt doch immer noch klar. Die fährt doch immer noch Fahrrad. Die fährt doch immer noch Fahrrad. Die fährt doch immer noch Fahrrad. Oben auf dem Berg, wo man den Wind hat, da kann man sein Innerstes spüren, wie einen Flügelschlag. Es stimmt, ich bin immer noch traurig und werd's immer sein. Es ist wie, es ist nicht so schlimm. Und ich kann und will hier nichts heilen. Ich bin sehr, 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 sehr gerne allein. Ich bin sehr gerne allein. Schenk mir eine deiner Geschichten und deinen Kuss. Wer kann, will ich nicht tragen, es sei denn, ich muss. Auf Erbsen schläft es sich prächtig, wenn's nichts anderes gibt. Und die hässlichsten Dinge sind wunderschön, wenn sie aufblühen, weil man sie liebt. Ich bin sehr, 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 sehr gerne allein. Ich bin sehr gerne allein. Ich bin sehr, 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 sehr gerne allein. Ich bin sehr gerne allein. Platzen von Träumen erzeugt einen seltsamen Schmerz. Ein
Ein Pfeil, den man nur in die Luft schießt, trifft den Himmel mitten ins Herz. Ich bin sehr, 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 sehr gerne allein. Ich bin sehr gern allein. Ich bin sehr, 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 sehr gerne allein. Ich bin sehr gerne. Ruf mich nicht an und auf mir zu schreiben. Ich möchte leben wie Franzosen Auto fahren. Eine Delle macht nichts aus. Und wenn die Kreuzung voll ist, fährt man trotzdem drauf, kann sein. Man im Weg steht, wenn man nicht auf dem Gehweg geht. Tut mir auch nicht leid, tut mir auch nicht leid, nein. Was Sommersprossen sind, Gesichtspunkte habe ich irgendwo gelesen. Und selbst die verschwinden mit zu wenig Sonne. Gerade so, als wäre nichts gewesen. Ich möchte leben wie Franzosen auf der Fahrt. Egal wo man parkt, in einer Route ist immer nur ein Vorschlag. Kann sein, dass man sich wehtut, wenn man falschen Typen macht. Tut mir auch nicht leid, tut mir auch nicht leid, nein. Unsere Blicke sind so eingefangen, dass unsere Augen Spuren haben. Ja, ja, und immer auf dieselbe Stelle blicken. Sich immer gleichen Dinge aus dem Ding geben. Ich möchte leben wie Franzosen, Auto fahren, mal rechts, mal links, mal rückwärts. Jetzt im Stand, los geht es immer vorwärts. Kann sein, dass man nicht schief geht, wenn man nicht den Geraden bewegt. Tut mir auch nicht leid, tut mir auch nicht leid, nein, nein, nein. 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 Nein, nein. Es gibt nicht viel zu entscheiden. Letzten Endes nur zu gehen oder zu bleiben. Und der, der geht, ist langsamer als der, der bleibt. Weil er viel später seinen Punkt erreicht. Ich möchte leben wie Franzosen Auto fahren. Meine Delle macht nichts aus. Und wenn die Kreuzung voll ist, fährt man trotzdem drauf. Kann sein, dass man im Weg steht, wenn man nicht den geraden Weg will. Tut mir auch leid, tut mir auch leid. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Du sagst, dass du mich magst, was immer das heißt. Klingt ein bisschen wie der Trostpreis. Und wenn ich gehen will, sagst du, bleib. Und wenn ich bleib, sagst du, du bist noch nicht für mich bereit. Halt mich fest wie der Fluss des Flusses. Halt mich fest, so fest du kannst. Und dann lass mir. Mit jedem Schritt auf dich zu entfernst du dich ein Stück. Mit jeder kalten Schulter kommst du ein Stück zurück. Du bittest mich freundlich hinein und schmeißt mich raus.
brichst mir nicht das Herz ab. Als es halt mich fest wie der Fluss des Flusses. Halt mich fest, so fest du kannst. Und dann deine Rechnung geht nicht auf, wenn du sagst, dass wir nicht müssen. Denn unter einem Strich will ich dich trotzdem küssen. Du flatterst ziellos herum und suchst deinen Platz. Und ich hab heute gemerkt, dass ich nicht warte, bis du den gefunden hast. Halt mich fest, halt mich fest, so fest du kannst, und dann lass mich auf. Wir sind uns nicht fremd, nur ein wenig neu. Pferde sind dieselben, nur unerwartet scheu. Ich hab dich nicht vor Augen, während du sprichst. Du gibst mir deine Stimme, lieber dein Gesicht. Ich weiß, es ist albern, aber du fehlst. Ich frag jetzt, wo du bist, und dann, wie es dir geht. Solche Gedanken gehören nicht hierher. Und dass du mir fühlst, hab ich mir halt nicht gemerkt. Du kannst mir nicht erzählen, was ich nicht schon weiß. Das Leben bleibt gleich zu einem höheren Preis. Den kann man nicht bezahlen, verschuldet beim Gefühl. Leben wir es selten und einfach zu viel. Ein Satz für jeden Tag, ich dich nicht gesehen habe. Eine Dreiviertelstunde, 18 Sekunden, große Bogen raus, macht das Wesentliche klar. Sie heilen nicht alle Kleinigkeiten, die ich an dir mag. Ich weiß, es ist albern, aber du fühlst. Ich frage es, wo du bist, und dann bist du gelegt. Solche Gedanken gehören nicht hin. Und dass du mir fühlst, hab ich mir direkt zu dir sein.
Versehen etwas anderes fehlt. Und dann merken wir, sehr es mir fehlt. Ich streue den Gewürz, ich finde leid. Dass ich mich schmecke und denke, wenn ich aus Versehen etwas anderes fehlt. Und dann merke ich, dass es fehlt. Wenn die Leidenschaft leid und die Leute, die Herzen bereit sind, schneiden. Die, die nicht merken, das Geschmack zu verstärken, das Wärme und Geschmack. Das, was man will, ist meistens nicht das, was man braucht. Und sagt nicht, dass es was zu hört, laut hinaus posaunt, schrill und heiser. Das Wesen wird immer das Leid. Es streut ein Gewürz, sie finden mein Herz, da sie mich schmecken und erst bemerkt. Wenn ich aus Versehen etwas anderes fehlt, und dann merke, wie sehr es mir fehlt, ich streue den Gewürz, sie finden mein Herz, da sie mich schmecken und erst bemerkt. Wenn ich aus Versehen etwas anderes fehlt, und dann merke, dass es fehlt. Thank you.
fingers burned and still thinking about coming back for more. But baby, it takes two. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Laura Fink, a.k.a. Finkbass. Ich habe ein paar Songs für euch dabei. Der nächste heißt You Did Me Wrong. Done me wrong.
gesehen, gehört und schon auf Facebook mitgeteilt, dass die heutige Veranstaltung hier live übertragen wird bei YouTube hier. Wird fleißig gestreamt. Sehr cool. Liebe Grüße ins Internet. Den nächsten Song findet ihr auch im Internet auf meinem YouTube-Kanal. Eclectic. Viel Spaß. It has begun.
So, ich habe noch einen Song, danach geht's los mit dem Poetry Slam. Ich spiele aber danach nochmal ein Set. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele nach dem Poetry Slam noch bleiben und sich die zweite Runde von mir anhören. Alright, dann ist jetzt hier für euch Taste in Your Mouth und bis später.
Check, check, ah. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen Mappen zum Slam am Jam. Wenn ihr Bock habt auf kulturelle Unterhaltung, wenn ihr Bock habt auf unsere Künstler und Künstlerinnen, dann gebt nochmal richtig Lärm für die Musikerin des Abends, für Finkbass! Moin Moin, mein Name ist Jens Kotalla. Ich habe die Freude, durch diesen schönen Abend führen zu dürfen. Peter Ahlers hat sich nach Bielefeld abgesetzt in eine Stadt, die es gar nicht gibt und arbeitet nun dort. Dafür bin ich jetzt hier. Schön, dass ihr alle gekommen seid und Bock habt auf Poetry Slam. Ich muss jetzt am Anfang einmal fragen, wegen der Datenschutzgrundverordnung der neuen, es wird hier heute Abend gefilmt. Wenn es hier im Publikum jemanden gibt, der sagt, oh Gott, ich möchte auf gar keinen Fall gefilmt werden, dann müsstet ihr euch einmal bitte aus dem Publikumsraum hier vorne sozusagen unter das Abdach begeben. Das haben wir eben so abgesprochen mit dem Kamerateam. Da werdet ihr nicht gefilmt. Wenn ihr damit kein Problem habt, dann lächelt ihr einfach freundlich in die Kamera und winkt und grüßt irgendwie die Mutti am Sparmarkt oder so. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das machen wollt. Ich erteste gerade mal, wie weit mein Mikrofonkabel geht, aber das ist cool. Ich kann hier so ein bisschen nach hier vorne kommen. Moin, geht's gut? Liegt sehr bequem dort, ne? Das ist schön, perfekt. Ich muss einmal kurz von euch wissen, wer war noch nie auf einem Poetry Slam und hat keine Ahnung, was hier heute Abend passieren wird, der bitte einmal die Patschehändchen in die Höhe. Traut euch ruhig, das muss nicht peinlich sein, auch wenn Poetry Slam echt jetzt seit fast 10 Jahren voll bekannt ist. Das ist okay. Gut, es sind einige. Wer zeigt bei sowas generell nicht auf? Ah, guck, da kommen auch nochmal zwei dazu. Ich erkläre euch mal kurz, was hier heute Abend abgeht. Wir haben 6 wunderbare Slammer und Slammerinnen aus ganz Deutschland, hätte ich fast gesagt, eingeladen. Aber stimmt nicht ganz. Nur aus NRW, aus Niedersachsen und aus Hamburg haben wir heute Gäste da. Die stehen da hinten bereit, also sitzen bereit und haben Bock, euch gleich mit selbstverfassten Texten in ihren oder in eurem, nee, euch in ihren Bann zu ziehen, so rum. Und diese Texte können prosaisch sein, lyrisch sein, die können lustig sein, die können ernst sein, nachdenklich. Es kann sein, dass wir nachher vor Weltschmerz uns in die Ems stürzen und bis an die Nordsee treiben, um einfach mit unserem Leben abzuschließen. Es kann aber auch sein, dass wir morgen früh aufwachen und denken so, geil, endlich Sixpack vom Lachen, ich gehe immer wieder zu Poetry Slam, das ist geiler als Fitnessstudio, da muss man sich nicht so bei quälen. Voll geil. So wird das hier heute Abend sein. Für die Slammer gelten noch ein paar weitere Regeln. Und zwar gibt es zum Beispiel ein Zeitlimit von groben 6 Minuten. Wir stoppen das nicht. Die sind alle selbst so schon darauf gepolt, dass sie diese 6 Minuten Zeit haben. Die werden sie einfach ausfüllen und dann ist cool. Wir würgen da niemanden ab, denn so ein Text, so eine Quintessenz, whatever. Wir wollen es ja zu Ende hören. Der Gewinner muss definitiv die Lyrik sein, die Poesie. Die Gewinner werdet ihr sein, weil ihr wunderbare Texte heute Abend noch vernehmen werdet. Eine weitere Regel ist für die Slammer und Slammerinnen, dass keine Requisiten und keine Kostümierung benutzt werden darf. So wie sie hier gleich auf die Bühne kommen, sehen die wirklich im echten Leben aus. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich kenne die auch schon alle. Sind super nette Typen. Ach, da lacht der Johnny schon wieder. Der hat sich doch kostümiert vielleicht. Er hört mir gar nicht zu. Ist auch in Ordnung. Ihr hört mir hoffentlich zu. Eine wichtige Regel gibt es dann für euch, beziehungsweise zwei. Zum einen macht ein Poetry Slam etwas ganz Besonderes aus. Ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb und diese Textbeiträge hören wir gleich hintereinander weg und nach jedem Textbeitrag werden wir diese Texte mit Punktetafeln bewerten. Wir brauchen gleich eine Jury aus 7 Leuten, die sich freiwillig erklärt, Karrieren zu zerstören oder eben... Ja, ich sag nur, wie es ist. So eine 1 ist sehr niedrig, so eine 1 heißt wirklich so... mach gerne weiter Poetry Slam, aber bitte nie wieder mappen. So könnte das sein. Und die 10 ist, hey, so ist hier der Bürgermeister heute zufällig auch da, der könnte dann den goldenen Schlüssel der Stadt zum Beispiel erreichen, weil ihr sagt, boah, dieser Mensch soll einfach herkommen, soll hier hinziehen und jeden Tag auf dem Marktplatz irgendwie einen Text vortragen. So geil war das dann. Wir brauchen 7 Leute, die sich freiwillig bereit erklären zu sagen, ich mach das einfach. Man muss kein Literaturkritiker sein, man muss nicht irgendwie Germanistik studiert haben. Das kann man einfach alles freischnauze machen, wie ihr so Bock habt. Ihr könnt dann halt euch entweder am Unglück laben oder einfach mit den Künstlern mitfreuen, wenn es gute Wertung gibt. Einfach mal Hände in die Höhe. Wer hat Bock? Okay. Ich komme mal. Oh, ich muss das Mikrofon, glaube ich, mal kurz weglegen. Es wird irgendwie auf Dauer nicht reichen.
Das ist übrigens eine Änderung zu den letzten Malen hier, dass wir das jetzt mit Punktetafeln machen. Ich finde, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Drive und es wird sehr, sehr spannend dadurch, auch für euch und auch für die Slammer und Slammerinnen natürlich besonders. Ich würde euch bitten, einmal die Punktetafeln hochzunehmen, damit ich kurz einmal sehen kann, wo wir sie haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar. Ihr habt euch gemeldet als Jury, ihr müsst jetzt gut zuhören. Ihr habt die Macht über diese Punkte, ihr könnt geben, was ihr wollt. Ihr seid Punktdiktatoren heute Abend. Die anderen hätten sich ja auch melden können. Wenn die reinreden, lasst es einfach abprallen, setzt euren Kopf durch. Die anderen, redet auf die Jury ein, ihr seid ja viel mehr. Was wollen die denn tun, wenn ihr denen irgendwie was androht und sagt, so, wir schmeißen euch in die Ems, wenn ihr nicht gebt, was wir sagen. Redet auf sie ein, versucht sie vielleicht mit einem Kaltgetränk zu bestechen, wie auch immer ihr eure Meinung dann durchsetzen wollt. Jeder, der nicht in der Nähe eines Jurymitgliedes sitzt, kann das Ganze auch mit Applaus so ein bisschen steuern. Wir üben das mal so ein bisschen, wir klatschen uns heute mal ein bisschen warm. Wir stellen uns vor, hier kam jemand auf die Bühne und hat einen Text vorgetragen und man dachte sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, da wäre wirklich angebracht, das Hobby zu wechseln, lieber stricken, obwohl da könnte man ja auch ein Auge mit ausstechen. Irgendwas, wo man niemanden mehr seelisch oder körperlich verletzen kann. Wie klingt so ein Ein-Punkte-Applaus heute Abend im Jam? Das tat schon weh. Das tat weh. Hier vorne, die Gruppe ist schon noch, die haben schon ein Bier mehr getrunken, die sind schon auch beim Ein-Punkt-Applaus besser drauf. Aber das war völlig in Ordnung. So wichtig ist nur, es sollen keine Buhrufe passieren, denn jeder Künstler, der auf diese Bühne kommt, hat natürlich erstmal sehr viel Respekt verdient, weil es ist super mutig, sich hier überhaupt mit eigenen Texten hinzustellen. Ich glaube auch nicht, dass wir heute einen Punkt brauchen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Wir geben auch auf die fünf. Das war so ein Text, da würde man sagen, ja, ist Mittelmaß, da gibt man mal so einen mittelmäßigen Applaus. Wie klingt der heute in Meppen? Sehr schön, wir gehen hoch auf die 7 und der Text war schon sehr, sehr solide. Wir hören ja gleich diese 6 Menschen, davon kommen 3 in ein Finale anschließend. Mit 7 Punkten, wenn man mal so 1, 2, 7er dabei hat, das ist schon eigentlich eine ganz gute Leistung. Der Text war schon so, dass man sagen würde, das kriege ich selbst nicht mehr hin. Wie klingen 7 Punkte heute hier beim Slam am Jam? Das war in Bielefeld übrigens eine 10. Das wird euch Peter, wenn er mal wiederkommt, wird euch das bestätigen können, wenn er da auf den Slam geht. Bielefeld kann gar nichts. Um Gottes Willen, das ist dort schrecklich. Schön, dass wir hier im schönen Emsland sind. Ich freue mich darüber. Wir gehen mal hoch auf 9 Punkte und der Text war fast perfekt. Dieser Mensch, der kam auf die Bühne und ihr dachtet euch schon, alter Schwede, den schnappe ich mir heute noch. Und nehme ihn mit nach Hause oder wie auch immer ihr das dann handhaben wollt. Von dem kaufe ich vielleicht ein Buch oder eine CD, wenn er sowas dabei hat. Diesen Menschen, den like ich auf jeden Fall auf Facebook. Morgen rede ich mit allen über diese Texte, die er geschrieben hat. Die waren so geil, das war so schön. 9 Punkte heute Abend in Meppen. Schön. Schönes Geräusch schon. Sehr schönes Geräusch schon. Da kamen gerade die ersten Who-Girls auch so aus dem Publikum zu sich und haben endlich gerafft, so, yay, woo, können wir machen, könnt ihr machen, rastet einfach richtig aus. Wir gehen nämlich jetzt hoch auf die 10 und diese 10, das sagt wirklich, boah, dieser Mensch und dieser Text tätowiere ich mir einfach direkt auf den Rücken, damit ich jedes Mal irgendwie verrenkend über den Spiegel so irgendwie gucken kann, was da steht. Wir entführen diesen Menschen, sperren den in den Wandschrank, der soll uns jeden Tag Texte vortragen oder man stellt ihn dann wirklich auf den Marktplatz. Wenn ihr in einer Beziehung seid, könnte es sein, dass ihr gleich eine SMS schreibt und Schluss macht, damit ihr für diesen Menschen frei seid, um dieses schmale Zeitfenster, wo ihr ihn kennenlernt, nicht verpassen zu müssen. So krass ist ein 10-Punkte-Text. Oder wer Haustiere hat, wer nach Hause kommt, nachher so erregt ist von diesem Slam, der schießt erstmal seine Katze, um runterzukommen und dann gibt es noch ein Schnäpschen dazu und dann kann man erst beruhigt schlafen. Wie klingen 10 Punkte heute Abend? Schön. Wenn ihr selbst nicht laut genug rufen könnt, zum Beispiel, könnt ihr auch so bei eurem Nachbarn ins Gesicht einfach klatschen. Das ist auch immer sehr laut und die schreien dann für euch mit. Das ist auch immer ganz schön. Das kann man sehr gut machen.
Ich würde sagen, wir wärmen uns noch weiter mit dem Applaus auf. Ich lese euch jetzt gleich nochmal die Namen vor. Ich sag euch, wo sie alle herkommen. Und ihr rastet aus, als wären diese Menschen euer Lebenselixier des ganzen Jahres gewesen. Der Winter war sehr lang, aber ihr habt immer an diese Menschen gedacht. Die haben euch durch den Winter getragen, ja? Wir hören heute Abend aus Osnabrück Landa Caruso. Aus Mettingen Johnny. Hier aus Meppen Paul Bresan. Oh, der Lokalpatriotismus ist direkt hochgegangen hier. Aus Haselünne, aus Haselünne, Kira Müller. Aus Paderborn, Jan Wattjes. Und aus Hamburg, Jenny Rieck. Mehr habe ich sonst auch eigentlich nicht zu sagen. Wer noch nicht weiß, wie die Toiletten sind, dort oder da hinten durch. Getränke gibt es dort zum Verkauf. Dort gibt es gleich auch irgendwann Essen oder vielleicht auch jetzt schon. Haut zu, solange der Spaß noch warm und fettig ist. Der im Grill merkt gar nichts. Hallo Grillmeister, du bist cool. Hier, das ist euer Mann für Würstchen. Ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter. Ich meine, ich habe alles erzählt, eine Sache nämlich noch. Respect the Poets, für euch diese eine Regel, keine Buhrufe, aber jetzt auch Handys am besten lautlos stellen. Das wäre nämlich echt doof, wenn, keine Ahnung, auf einmal Britney Spears, Oops, I Did It Again kommt. Und dann schafft ihr das auch zweimal, dass es kommt. Das wäre dann so, hätte schon so Meta-Humor, das wäre schon ganz schön krass. Wenn ich ein Handy klingeln höre, ich komme gerne so weit, das Kabel reicht rum und dann telefonieren wir einfach zusammen. Das wird bestimmt auch ganz schön. Lasst es euch gesagt sein. Wunderbar. Der erste Mensch auf der Bühne beim Poetry Slam hat es immer sehr, 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 sehr schwer, weil ihr habt noch keine Ahnung, was passiert so über den Abend. Die Jury hat noch keine Ahnung. Deswegen bitte ich euch jetzt nicht nur meinen 10-Punkte-Applaus für den ersten Starter, sondern ihr müsst so richtig so einen 13-Punkte-Applaus schaffen, so richtig ausrasten. Da muss man in Lingen, in Geste, in Großhesip und Kleinhesip noch hören. Die müssen da überall bei ihrem Grillfest irgendwie von den Stühlen kippen. Rastet aus für den ersten Starter aus Osnabrück. Für euch Landa Caruso! Ja, moin. Ja, danke für den warmen Empfang. Mit unschönen, prekären Situationen kenne ich mich gut aus. Ich komme ursprünglich aus dem Osten, aus Sachsen-Anhalt. Ja, das ist genau die Reaktion, die dann immer kommt. Ja. Osten, okay, läuft. Ja, ich habe nicht viele Freunde, was man schon an meinem Humor entnehmen mag. Naja, deswegen gucke ich viel Fernsehen. Am liebsten gucke ich Dokus, und zwar nicht irgendwelche, sondern richtig gute Dokus, also solche, wo Dinge explodieren. Oder wo man herausfindet, 1,25 Sekunden, nachdem die Menschheit bitte endlich tot ist, wie der Planet sich wieder erholt. Oder auch solche, wo man Menschen, die man eigentlich in Ruhe lassen oder behüten sollte, durch die Manege zerrt, damit man lachen kann. Ja, und ich dachte mir, was RTL kann, das kann ich ja wohl schon lange. Und ja, da ist dieser Text dabei entstanden und der heißt Doku Extrem hinter Gittern. Sie sind laut und gefährlich, sie wirken geisteskrank und sind unberechenbar. Die braven Bürger müssen vor ihnen beschützt, die öffentliche Ordnung vor ihnen bewahrt werden. Kinder. Mit einem Kameramann besuchen wir heute die St. Quentin Erziehungsanstalt für Burschen. Ein mulmiges Gefühl durchfährt uns, als wir vor die Einrichtung aus dem Auto steigen. Jedem Einzelnen von uns wird plötzlich klar, dass es nur ein 1,20 Meter hoher Maschendrahtzaun und eine mit Blumen und Marienkäfern behangene Tür ist, die uns von dem Abschaum dort drinnen trennt. Von denjenigen, die ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe durch Brutalität, asoziales Verhalten und die konsequente Ablehnung allgemeingültiger Normen und Werte verwirkt haben. Nach einigen Augenblicken öffnet sich die Eingangstür. Eine Frau in einer Kittelschürze steht plötzlich vor uns. Es ist Ursula Schlipnewski. Am Telefon haben wir mit ihr den Drehtermin vereinbart. Frau Schlipnewski ist seit über 20 Jahren Erzieherin. Wie viel sie in all dieser Zeit schon erlebt hat, kann man in ihrem Gesicht ablesen. Es ist gezeichnet von nervlicher Belastung und Angst, wirkt kalt und abgestumpft. Beim Betreten der Einrichtung werden wir gründlich durchsucht, einige unserer Gegenstände vorübergehend konfisziert. Zu ihrer eigenen Sicherheit, wie uns Frau Schlipnewski erklärt. Sie würden nicht glauben, was alles in den Händen der Kinder zur tödlichen Waffe wird. Schlüssel, Schnürsenkel, Telefone. Oder diese furchtbaren Lumenbänder oder Lohmbänder oder wie die Dinger heißen. Die Kinder tragen die Teile um Arm und Hals, streiten darum, zerren dann. Ich sage Ihnen, irgendwann wird noch einer damit erwürgt. Nachdem diese Prozedur durchlaufen ist, führt man uns in einen Personalraum.
werden darüber informiert, dass noch vor Minuten eine Revolte in der Einrichtung tobte. Die Bilanz: 12 Erzieher sind verletzt, 4 davon schwer. Malte P., ein junger Erzieher und Neuling in der Erziehungsanstalt, hat sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Wir fragen ihn, wie lange er schon in St. Quentin arbeitet und ob er einen solchen Zwischenfall schon mal miterlebt hat. Nervös zieht er an seiner Zigarette. Er verneint und gibt an, dass er seit 2 Monaten hier arbeite. Auf unsere Frage, wieso er trotz der offenkundigen Gefahren diesen Beruf ergriffen hat, antwortet er nur kryptisch: Till Schweiger. Ich bin verwirrt, bitte um Erklärung. Haben Sie schon einmal Kainohasen gesehen? Fragt mich Malte. Ich nicke. Da gibt es diese eine Stelle, an der Till etwas sagt, das mich unendlich tief berührt hat. Ich glaube, dass eine Gesellschaft nur so viel wert ist, wie die Liebe und die Zuneigung, die sie auch den kleinsten Mitbürgern entgegenbringt. Es war, als hätte Till direkt zu mir gesprochen, als hätte er gesagt: Malte, eine Gesellschaft ist nur so viel wert, wie die Liebe und die Zuneigung, die sie auch den kleinsten Mitbürgern entgegenbringt. Malte, du musst Kindergärtner werden. Gehe hin, erziehe Kinder, begleite sie ein Stück auf ihrem Lebensweg und knalle blutjunge, geile Single-Mütter. Wie hätte ich denn wissen können, dass die Realität ganz anders aussieht? Wie hätte ich das denn wissen können? Seitdem ich in St. Quentin arbeite, hasse ich die Menschen. Und Till Schweiger, sagt Malte und begräbt das Gesicht in den Händen. Wir lassen von ihm ab. Ursula Schlipnewski kommt zu uns an den Tisch und erklärt, dass die Kinder gerade Hofgang haben. Wir werden in den Außenbereich der Einrichtung geführt. Der Anblick, der sich uns bietet, als wir die Außenanlage betreten, flößt uns Respekt ein. Wir erleben den größten Feind der Menschheit, das Kind, in seiner primitivsten Gestalt. Es schreit, es schlägt, es schubst. Es weiß, was es will, und es wird es sich holen, ohne zu fragen und ohne Rücksicht auf Verluste. Inmitten dieser unwirtlichen Landschaft aus Rutschen, Schaukeln und Sandkästen tobt ein unbarmherziger Kampf. Während wir das Geschehen überblicken, fallen es die vielen Grüppchen von Kindern auf, die sich überall in der Außenanlage verteilen. Eine Gruppe farbiger Kinder steht über dem Klettergerüst herum, die Arme verschränkt und grimmig schauend. Ein Stück weiter kurven einige Kinder mit ihren Bobbycars herum, lateinamerikanische Kinder, wie uns Frau Schlipnewski erklärt. Während die Kinder die gekiesten Wege entlang kurven, hüpfen ihre Fahrzeuge mit den Vorderachsen rhythmisch auf und ab. Wir erfahren, dass die Fahrzeuge von den Kindern Lolos genannt werden. Eine Gruppe kahlgeschorener Kinder hat sich neben einer Wippe postiert. Ich bin nicht niedlich! Steht in Frakturschrift auf dem T-Shirt eines der Jungen. Mama ist kleiner Führer! Auf dem eines anderen. Auf unsere Wippe darf nur unsere Sippe! Fordert die Oberbekleidung eines Dritten. Sie alle sind von ihren Eltern mit der Thorsteiner Kinderkollektion angekleidet worden. Es handelt sich bei der Gruppe um die berüchtigte weiße arische Rassebande. Diese startet unbemerkt einen Angriff auf eine Gruppe iranischer Kinder. Schon lange mehr als uneinig über die Frage, wer nun eigentlich die wahren Arier seien, bricht der Kampf unter ihnen zum wiederholten Mal aus. Es beginnt ein Gerangel. Als einer der weißen Jungs unter seinem T-Shirt schließlich eine großkalibrige Herrenrasse hervorzieht und sie einem der iranischen Kinder gegen den Schädel schmettert, eskaliert der Konflikt völlig. Über den ganzen Platz hört man Erzieher panisch in ihre Funkgeräte brüllen: Wir brauchen ihr Verstärkung! Man versucht uns zu evakuieren. Während wir in Richtung Gebäude gedrängt werden, beobachten wir, wie sich die Aggression der Kinder schließlich gegen die Erzieher richtet. Horden von Kindern fallen über die Erzieherin her, treten brutal auf sie ein und begraben sie unter sich. Einige Meter entfernt versucht Malte, verzweifelt mit einigen farbigen Kindern fertig zu werden. Starr vor Entsetzen beobachten wir, wie Malte von den Kindern auf die Knie gezwungen wird. Eines der Kinder zieht aus seiner Tasche eine angespitzte Zahnbürste mit Motiven aus dem Film Cars darauf. Lightning McQueen ist noch ansatzweise zu erkennen. Ungebremst rast Lightning McQueen eine Sekunde später auf Maltes Schädel zu, bevor er schließlich mit einem blutigen Spritzen in seinem linken Auge verschwindet. Als eine Horde Kinder schließlich über uns herfällt, entgleitet unserem Kameramann seine Kamera. Ursula Schlipnewski gerät ins Visier des auf dem Boden liegenden Gerätes. Mit dem Tonfa macht sie erfolgreich Kind um Kind unschädlich, bis sie hinterrücks mit Lumenbändern gefesselt wird. Ein weiteres Band aus bunten Gummis wird um den Hals gelegt und schließlich zusammengeschnürt. Während wir fassungslos ihren stillen Todeskampf beobachten, wird uns die bittere Ironie in dieser Szene bewusst. Ursula Schlipnewski, von den Gummibändern dahingerafft, die sie so verachtete, sollte Recht behalten. Irgendwann wird noch einer damit erwürgt. Das Letzte, das die Kamera aufzeichnet, bevor sie selbst den Kindern zum Opfer fällt, ist, wie Ursulas Widerstand schwächer wird, wie ihre Bewegungen weniger werden, wie ihre Muskeln plötzlich erschaffen, wie sie sich ihrem Schicksal ergibt und schließlich Frieden inmitten dieses Krieges zu finden scheint. Ursula Schlipnewski ist tot. Sehen Sie in der nächsten Woche bei Doku Extrem einen unserer Praktikanten im Selbstversuch testen, ob die Heroinersatzdroge Krokodil wirklich innerhalb eines Jahres tötet oder ob das nicht auch schneller geht. Schönen guten Abend. Applaus.
für euch der erste Starter des Slam am Jam 2018, Leandra Caruso. Für die Jury jetzt noch ein paar Worte. Sprecht euch jetzt mit euren Nachbarn, Nachbarinnen ab, was ihr geben wollt. Nehmt es nicht so ernst, was ich eben am Anfang gesagt habe. Ihr habt ein paar Sekunden dafür Zeit und dann gibt es gleich ein Kommando von mir. Dann zähle ich von drei runter, dann gehen die Punktetafeln alle gleichzeitig hoch und dann schreiben wir die ersten Punkte des Abends hier an. Schrei doch da vorne nicht so hier. Verrat doch nicht allen, was sie geben sollen. Und es ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich würde sagen, die Zeit ist um und ich brauche eine erste Bewertung heute Abend für Leandra und den gerade gehörten Text auf 3, 2, 1 und Punktetafeln hoch. Okay, jetzt seid ihr als Publikum gefragt, wenn ich die Jurywertung vorlese, da dürft ihr buhen, da dürft ihr jubeln, da dürft ihr alles bei tun. Ich fange mal unten an mit einer 6. Okay, keine Reaktion? Gut. Dann gehe ich auf eine 7. Eine zweite 7, eine dritte 7, eine vierte 7, eine fünfte 7 und dann sehe ich eine 8. Jetzt noch eine Besonderheit kurz für euch. Wir streichen zwei Wertungen, die höchste und die niedrigste Wertung, einfach um Ausreißer zu vermeiden. Und dann haben wir für den ersten Starter, für Leandra, 35 Punkte. Und dann gibt es nochmal einen fetten Applaus für den Künstler und nicht für die Wertung. Für die Jury gilt jetzt, ihr habt jetzt eine erste Wertung abgegeben, das ist eure Eichwertung für heute Abend, für den ganzen Abend. Wenn wir jetzt gleich Johnny hören, vergleicht es natürlich direkt auch mit diesem Text, aber auch wenn wir ganz am Ende Jenny hören, vergleicht ihr das wieder im Kopf mit dem Text, den wir gerade von Leandra gehört haben. Wenn ihr sagt, war besser, gebt ihr mehr Punkte, wenn ihr sagt, war schlechter, dann eben weniger. Das ist eigentlich schon Poetry Slam, so einfach ist das. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir kommen zu dem Mann aus Mettingen. Begrüßt ihn mit einem frenetischen 10-Punkte-Applaus auf dieser Bühne. Für euch, Johnny! Hallo. Ich habe mich die letzten 40 Jahre meines Lebens mit der Überarbeitung der Evolutionstheorie beschäftigt. Und ja, das hat einige Zeit in Anspruch genommen, das war nicht so leicht. Weil ich euch die ganze Forschungsarbeit gar nicht vortragen kann, habe ich euch eine kleine Zusammenfassung geschrieben in Reimform, damit es einfach leichter ist. Und ja, die Forschungsarbeit trägt den Titel »Einmal kurz nicht aufgepasst«. Es geschah in grauer Vorzeit. Ein Affe schwingt von Ast zu Ast, bis er ganz knapp daneben fast, fällt metertief durchs Blätterdach und überschlägt sich mannigfach und landet hart auf seiner Birne. Der dumpfe Schlag gibt seinem Hirne Gelegenheit, um anzuschwellen. Man hat es sich so vorzustellen, von vorher pampelmusengroß wächst es durch diesen starken Stoß zur durchaus stattlichen Melone. Die Folgen sind, weiß Gott, nicht ohne. Als er erwacht, da fragt er sich, was für ein schräges Tier bin ich? Es scheint, als sei ihm nicht mehr klar, dass er zuvor ein Affe war. Auferstanden von den Toten gelingt es ihm, sich zu entknoten. Die Vorderpranken so lediert, dass er den Zweibeingang probiert. Mit Mühe und Not rafft er sich auf und übt den Hinterpfotenlauf. Die Wirbelsäule angebrochen, ein deformierter Beckenknochen. So wird die Gangart durch den Sturz aufrecht lang, statt krumm und kurz. Durch Schleuderschreck traumatisiert, sieht er auch aus wie frisch rasiert. Fast blanker Rücken, Bauch und Brust durch schockbedingten Haarverlust. So zieht er ziellos durch die Landschaft, ist auf der Suche nach Verwandtschaft, trifft ehemals verwandte Affen und will Gemeinsamkeiten schaffen. Versucht zu klettern, doch er scheitert. Die Affenbande schwer erheitert, ist amüsiert vom nackten Clown mit blanker Brust und Augenbrauen. Beschämt und traurig trollt er sich, er schluchzt und weint ganz bitterlich, er jammert, zetert, schreit und brüllt, weil Einsamkeit sein Sein erfüllt. Allein schläft er im Dunkeln ein, er zittert, ihm scheint kalt zu sein.
beschließt, durch dieses Kälteleiden sich morgen modisch einzukleiden. Bei Sonnenaufgang zieht er los, sucht eigentlich nach dichtem Moos und findet ein verdorrtes Gnu. Er schneidert sich daraus im Nu ein Felljackett mit Schambehang. Er hofft, das sichert seinen Rang in dieser tierisch eitlen Welt, in der Beharrlichkeit noch zählt. Vom Nackigsein geschickt befreit, ist er nun für die Welt bereit. Doch weil er nichts muss und alles darf, macht er erstmal Mittagsschlaf. So liegt er faul und voller Wonne in der prallen Mittagssonne. Doch unter seinem Lendenschurz, da gärt ein explosiver. Der setzt das trockene Gras in Brand. Ein Glück, wie er das Feuer fand. Ab diesem Tag füllt wohlig warm gekochtes Essen seinen Darm. Ernährungstechnisch klug ergänzt, vermindert dies die Flatulenz. Doch eines fehlt zu seinem Glück. Ein artverwandtes Gegenstück. Er sucht und sucht von Süd nach Nord, sucht heute hier und morgen dort. Das Resultat, ganz kurz und bündig, er wird nicht fündig. So züchtet er beharrlich Leinsamen für die Verdauung und bleibt einsam. Aus Langeweile und aus Frust entwickelt er Gedankenlust, denkt fleißig, eifrig vor sich hin, fragt nur zu selten nach dem Sinn. Er erfindet Werkzeug. Und das Rad, Extensions und Drei-Tage-Bad, den Ackerbau, die Zeit, die Uhr, die Gartenmöbel-Garnitur, das Geld, das Tempotaschentuch, den Onlinehandel und das Buch. Er findet nach so manchem Ding zur Krönung noch das Marketing und prügelt sich das Mantra ein. Ich brauche Besitz zum Glücklichsein, ich brauche Besitz zum Glücklichsein. Schafft Krieg und Leid und Hungertod durch Nachfrage und Angebot. Baut massenhaft Vernichtungswaffen, um Frieden auf der Welt zu schaffen. Glaubt immer mehr Gewehr zu brauchen, lässt Gas- und Kohlekraftwerk rauchen und teert sich seine Lungenbläschen. Trinkt jeden Abend 8-9 Gläschen verschiedentliches Gärgebräu. Macht Mais zu Strom für Geld wie Heu. Er wettet auf Bedarf an Weizen. Er pflegt das Neiden und das Geizen. Er lernt das Wirtschafts-Einmaleins und teilt am liebsten kein Mal keins. Geht täglich im Büroturm schwitzen, um immer noch mehr zu besitzen. Hängt stundenlang vorm Bildschirm rum, so wird sein Rücken kraftlos krumm. Lässt seinen Kopf gen Boden sinken, um sich per Smartphone zu verlinken. Bleibt wortkarg und wischt gestenreich, wird wieder mehr dem Affen gleich. Dankeschön. Malt Hassporträts im Internet, wird über Nacht durch Cola-Fett, macht Fitness- und Low-Carb-Diäten, gewöhnt sich dran, sich zu verspäten, entwickelt sich aus tiefster Steinzeit, epochenmäßig bis zur Keinzeit. Vergisst sein eigenes Wohlergehen, hat keine Zeit, sich umzusehen, stresst sich vom Kreissaal bis zur Bahre, macht Stressbewältigung zur Ware, verpasst den jetzigen Moment beim Warten auf den nächsten Trend der Yogamattenindustrie. Doch zur Erleuchtung kommt er nie. Nutzt viele seiner Religionen, um täglich viele seiner Drohnen auf seinesgleichen anzusetzen, um sauber zu töten, statt nur zu verletzen. Die Tragik ist, wie ihr wohl wisst, dass er zum Mensch geworden ist. Weil, kurz und knapp zusammengefasst, ein Affe knapp den Ast verpasst. Ach, hätte er doch Acht gegeben, dann wäre sein kleines Affenleben wahrscheinlich friedlicher verlaufen. Weil Affen keine Waffen kaufen. Dankeschön. Der zweite Starter für euch, Johnny, mit neuem Haustier. Ja, hier haben wir Ihr seid wieder gefragt, die Jury ist wieder gefragt. Überlegt euch, was ihr dem an Punkten geben wollt. Bedenkt dabei, vergleicht es auch ein bisschen mit Landers Text von eben. Ich gebe euch ein paar Sekündchen Zeit. Ah, übrigens auch hallo an die Leute an den Endgeräten, die das gerade im Stream gucken. Herzlich willkommen. Woher ihr wisst, dass das hier alles live ist? Penis. So. Ich brauche eine Bewertung für Johnny und den gerade gehörten Text auf 3, 2, 1 und Punktetafeln hoch. Okay, ich fange
unten an, was haltet ihr von einer 8? Genau, da kann man schon mal, yay, ich sehe eine zweite 8, eine dritte 8, eine vierte 8. Da kann man, da, ja, die sind dann sehr schlechter als die erste 8, das sehe ich ein. Ja, dann gehe ich hoch auf eine 9, eine zweite 9, ich schließe das Ganze mit einer dritten 9. Ich streiche eine 8, ich streiche eine 9, das sind 42 Punkte. Noch ein Applaus für Johnny und nicht für die Wertung. Ich darf nicht zu nah an diese Box gehen, sonst macht das so boot, boot, boot. So, ich frag mal so in die Runde, wer eben aufgezeigt hat, wer noch nie beim Slam war, wie findet ihr es so? Ja, und der Rest? Also, drei andere finden es auch okay. So, das ist ja, hier, liebes Publikum im Stream, ne, ihr habt das gesehen und gehört, drei Leute finden es hier sehr gut. Ich hoffe, bei euch sind es mindestens vier. Ne? Wär zu schade, wäre ja zu schade. Wir machen den Kopf wieder frei und kommen zum dritten Starter in dieser ersten Vorrunde. Er kommt hier aus Meppen, begrüßt ihn mit einem frenetischen 10-Punkte-Applaus für euch, Paul Bresan! Erstmal hier alles einrichten. Ja, Aufregung steigt, ist nicht so das schönste Gefühl immer. Also es gibt so andere, die ich lieber mag, so Überraschung, Freude. Ich persönlich habe ja auch mal ganz gerne einfach Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ein total tolles Gefühl. Und deswegen ist der Titel von meinem Text auch Schmetterlinge im Bauch. Warum treffen? Warum telefonieren? Warum noch kommunizieren? Im Blätterregen einfach mal spazieren. Du machst lieber einen Instagram-Beitrag, elendig geschriebenes, ohne sinngebenden Verlag. Hast ihn auf deiner Fresse markiert, irgendeinen Standardspruch kopiert. Ist schon klar, uneinander werdet ihr längst krepiert. Du sagst, du hast die große Liebe gefunden, ja? So wie damals bei Romeo und Julia? Stark, das ist jetzt das 10. Mal in diesem Jahr. Euer Untergang? Sowieso schon klar. Was seid ihr bitte für ein Paar? Und trotzdem lächelt die Schar. Dabei ist dein Hirn nicht so weit wie dein großes Herz. Mit 13 so viel Erfahrung gepaart mit bitterem Trennungsschmerz. Wurdest von Jungs so oft ausgenutzt und betrogen. Im Nachgang alle unendlich verlogen. Also Süße, jetzt mal ehrlich. Ich weiß, das Leben ist beschwerlich. Aber dein Geheule, echt zu herrlich. Los. Ab in die dunkle Nacht, beim Saufen dreimal leer gelacht, genauso viele Flaschen weit gedacht. Liebe geht nur durch den Magen, wenn man die Beine breit macht. Am nächsten Morgen neben irgendeinem Fremden aufgewacht, doch besser Zunge im Hals als Schmetterlinge im Bauch. Sag mal, merkst du es mal auch? Dieser ist bestimmt der Mann deines Lebens. Alle anderen versuchten es ja bei dir vergebens. Aber wenn er wirklich so sehr auf dich steht, warum ist es dann so, dass er nicht mal zu deinem Konzertauftritt geht? Charakter hat für ihn ja so eine Wichtigkeit. Neben deinem Arsch, aber eher eine Nichtigkeit. Und bei der passenden Naivität wohl doch eher eine irrelevante Kleinigkeit. Und bevor du auch ihm nicht mehr kannst glauben, Schatz, Brüste sind nun mal größer als Augen. Und bitte, ich will dir nichts rauben. Lass mich nur erlauben, an deinem Verstand etwas zu schrauben. Denn auch du, junges Fräulein, große Klappe, nichts dahinter. Sagst, du brennst vor Liebe, doch dein Herz ist kalt wie Winter. All das Gelaber von den inneren Werten ist doch eben der letzte Scheiß.
Oh, ich liebe seine Persönlichkeit. Dafür fehlt mir jeder Beweis. Erste Prämisse, heiß. Nicht älter als 18 Jahre, Schultern, Türsteher weit, wunderbar. Dicke Arme und Sixpack, na klar. Frisch gegelte Haare, das ist dein Star. Ich müsste mir jetzt eigentlich mal eben so kurz in die Hand spucken und dann so filmlike. Erspare ich euch. Ups, fast vergessen. Fette Karre mit Getöse. Ganz ehrlich, voll die Penisprothese. Elendiger Frauenverbrauch. Aber muss ja schon was kommen bei so einem Schlauch. Los, ab in die dunkle Nacht. Beim Saufen dreimal leer gelacht. Liebe geht nur durch den Magen, wenn man die Beine breit macht. Am nächsten Morgen neben irgendeinem Fremden aufgewacht. Doch besser Zunge im Hals als Schmetterlinge im Bauch. Sag mal, merkst du es mal auch? Jungfräulichkeit vor den Milchzähnen verloren, Kindheit auf Standby eingefroren. Hört ihr noch irgendwas läuten? Was hat Liebe heute zu bedeuten? Hauptsache Beziehung hat den Status erhoben, damit alle deine Fake-Ästhetik loben. Im sozialen Gefüge ganz weit oben. Früher Herzrasen, jetzt ein kaum hörbares Ticken. Früher Vertrauen, jetzt in Kontrolle ersticken. Die einzigen Herzen als Emoji verschickt, kurz bevor ihr auf dem Schulklo fickt. Vielleicht ein Zeichen der Zeit. Nichts wird repariert. Ein Schmerz. Um Gottes Willen nicht akzeptiert. Bitte kein Makel, nur noch Perfektion toleriert. Hauptsache schnell erwachsen sein. In Wahrheit größte ist Kinderschreien. Anfang des Lebens, wunderbarer Keim. Aber nein. Los, ab in die dunkle Nacht. Beim Saufen dreimal leer gelacht. Genauso viele Flaschen weit gedacht. Liebe geht nur durch den Magen, wenn man die Beine breit macht. Am nächsten Morgen neben irgendeinem Fremden aufgewacht. Doch besser Zunge im Hals als Schmetterling im Bauch. Sag mal, merkst du es mal auch? Dabei wünsche ich dir nur diesen ehrlichen Hauch. Dankeschön. Das war für euch Paul Bresan. Auch jetzt habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, euch ein bisschen zu beratschlagen, euch zu überlegen, was ihr Paul und dem gerade gehörten Text geben wollt. Für die Kamera. Ich sehe alles. Und die Zeit ist um. Ich brauche eine Bewertung für Paul und den gerade gehörten Text auf 3, 2, 1 und Punktetafeln hoch. Okay. Ich fange ganz unten an. Was haltet ihr von einer 6? Was geht? Du kannst jetzt die 6 runternehmen da hinten. Jetzt wisst ihr auch, wo die sitzt, wenn ihr aufgepasst habt. Verarscht. Ich gehe hoch auf eine 7. Zweite 7. Dann gehe ich hoch auf eine 8. Dann sehe ich eine 9. Eine zweite 9. Und dann sehe ich die erste 10 des Abends. Die wird aber gestrichen, oh, genau wie die 6 auch. Und das sind 40 Punkte für Paul. Ein Applaus nochmal für den Poeten, nicht für die Wertung. Wir sind jetzt in der Halbzeit dieser Vorrunde. Da werde ich einfach mal ein bisschen plauschen. Was ich euch nämlich erstmal sagen möchte, ist: Paul ist gerade zum ersten Mal beim Poetry Slam überhaupt aufgetreten. Deswegen bitte noch mal einen fetten Applaus für Paul.
Und jetzt lege ich einfach mal nach und sage, wer von euch auch Texte schreibt, Gedichte in der Schublade hat, gerne mal was schreiben würde und damit beim Poetry Slam auftreten wollen würde, der kann das jederzeit tun, denn so ein Poetry Slam ist immer auch eine offene Bühne. Das heißt, man meldet sich einfach vorher an, wer auch immer das organisiert, sagt einem dann ja, ist easy möglich oder geht gerade nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt das Geheimnis, ich mache alle 2 Monate in Lingen einen Poetry Slam und da könntet ihr euch zum Beispiel mal melden, wenn ihr da auch auftreten wollen würdet. Kein Problem, findet ihr bei Facebook unter Radioactive Slam. Ansonsten könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, quatscht mich einfach gleich mal an, wenn es hier vielleicht Leute gibt, die Bock darauf haben. Immer sehr, sehr, sehr gerne auch Neulinge mit dabei. Das ist immer cool, das bringt immer auch frischen Wind. Wir kommen zur nächsten Starterin auf dieser Bühne. Sie hat den Weg aus Haselünne auf sich genommen. Begrüßt sie mit einem frenetischen 10-Punkte-Applaus für euch, Kira Müller! Ja, moin. Ja, ich habe mir schon den ersten Eindruck von euch verschafft und irgendwie lebt ihr nach demselben Lebensmotto wie ich. Hauptsache was an. Und ja, ich finde, heutzutage braucht man kein Sexappeal. Wichtig für den ersten Eindruck ist nämlich dein Facebook-Profil. Scheiß auf die Datensicherung, für ein paar mehr Likes gehen die Sicherheitslücken schon in Ordnung. Der Coolness halber melde ich mich auch niemals ab. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass ich mich schon so oft besoffen auf Facebook selbst markiert habe oder mir man das zumindest eingeredet hat. Hashtag no is no fun. Ich weiß, dieser Witz kam noch nie gut an, doch ich stehe da drüber, denn der Junge da drüben guckt öfter mal rüber und das pusht mich und mein Selbstbewusstsein, denn wer liebt nicht gerne diesen Schein, man könne etwas besser als die anderen sein. Und so stehe ich hier und in euren Köpfen entstehen die diversesten Bilder von mir. So selbstverliebt und arrogant hätte ich das Mädchen dort vorne auf der Bühne auf den ersten Blick sicher nicht genannt. Und so will sich kein Puzzleteilchen mit den anderen zusammenfügen. Und es entsteht Stück für Stück eine Collage basierend auf Lügen oder Schwindeleien, wie ich sie auch gerne nenne, während ich auf der Suche nach Klarheit meine Zeit verschwende und immer nur der falschen Wahrheit hinterherrenne. Und all dies passiert, ohne dass wir es merken, ganz nebenbei. Zieht euch das mal rein, um abzuschalten, schalten wir den Laptop ein und fliehen schon wieder in eine Scheinwelt. Vergessen, dass es sich bei YouTube, Insta und Co. nur um Geldblogger und Werbung handelt und hoffen insgeheim, dass auch in unserem Leben sich alles zum Guten wandelt. Doch das ist nicht immer der Fall, denn das Internet kooperiert mit der Wirklichkeit wie auf einen Maskenball. Wir verstecken uns hinter Filtern und erschrecken uns vor unseren Bildern von früher, als es das alles noch nicht gab. Früher, als alles einfach besser war. Ein Beispiel, noch nicht allzu lange her, zum Arzt schaffte ich es leider terminlich nicht mehr und so suchte ich nach einem Symptom von einem grippalen Infekt, standesgemäß im Internet. Doch statt die Grippe als solches zu diagnostizieren, fing Dr. Google an, mich über HIV zu informieren. Aber das einzig wirklich Positive an dieser fehlerhaften AIDS-Information sind die ausbleibenden Spam-E-Mails der über und über und über nächsten Blutspendenaktion. Ihr seht? Das Internet lässt sich also nicht immer mit dem Hier und Jetzt konfigurieren. Ja, beim Versuch, alles zu mobilisieren, vergessen wir, dass wir uns immer mehr selbst sabotieren oder sabotieren lassen. Von Bloggern, die irgendwelche Texte übers perfekte Aussehen verfassen oder Werbung, die uns eine regelrechte Gehirnwäsche verpassen. Und wir? Wir wehren uns nicht mal, denn es gibt es nicht, dieses Bremspedal. Denn die Zukunft und der Aufschwung der neuen Technologien ist ein fortlaufender Prozess, der sich wie die Zeit nicht aufhalten lässt. Und so müssen wir wohl akzeptieren, dass Bilder nicht immer die Wirklichkeit reflektieren, dass Cookies nicht mehr essbar sind und jedes Kind sich den derzeitigen Mainstream als ganz natürlich annimmt. Und ein Beispiel, früher hat bei Schere, Stein, Papier immer der Zufall gewonnen. Doch heute gewinnt bei Xing Shang Fong nur noch der Brunnen.
Lol. Aber das Glas ist immer noch halb voll statt halb leer. VW mit seinen Skandalen noch immer ein Global Player und Käse macht noch immer alles besser. Und eigentlich ist doch alles wie vorher, nur anders. Früher sagte ich mir selbst, ich kann das, um meine Ziele zu erreichen. Doch heute musst du anderen erst das Wasser reichen, um überhaupt was zu erreichen. Es geht immer nur ums Vergleichen, um Liken und Hypen zu den richtigen Zeiten, um dann im perfekten Moment abzuspringen vom Mainstream, bevor er abfährt, der Rain Train. Und dann bleiben wir kurz und verweilen in diesem Moment, in der man mal keinen Trend hinterherrennt und dich und dein wahres Ich nur ein Atemzug trennt. Und indem man erkennt, dass das nun einfach der Lifestyle ist, dass man Schönheit nur noch an Likes misst, aber das, was bleibt, ist, dass du der Protagonist in deiner eigenen Lebensgeschichte bist und du deine Entscheidung ganz alleine triffst. Und wenn du also jetzt mit deinem Finger auf andere zeigst, dann denke immer daran, dass drei Finger übrig bleiben, die auf dich selber zeigen. Und um zu wissen, wie jemand tickt, reicht es nicht, wenn man einfach nur das Facebook- oder Insta-Profil anblickt oder Double-Tap oder Gefällt mir drückt. Also, wenn ihr, Entschuldigung, Gefällt mir drückt. Und deshalb denke ich, das ist ein guter Anfang oder vielleicht ein guter Anfang vom Ende. Also legt euer Handy beiseite und die Hände bis zum Ende dieser Veranstaltung. Und vielleicht nach einer netten Unterhaltung mit mir, denkt ihr euch vielleicht, ihr könnt mich mal liken auf mein Instagram-Profil. Dankeschön. Die vierte Starterin für euch, Kira Müller. Ihr wisst mittlerweile, was ihr zu tun habt. Überlegt euch, was ihr Kira für diesen Text an Punkten geben wollt. Ihr habt wieder ein paar Sekündchen dafür Zeit. Dum, 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 dum. Die Zeit ist um. Das passiert, wenn man einen Liter Mate trinkt. Ich brauche eine Bewertung für Kira und den gerade gehörten Text auf 3, 2, 1 und Punktetafeln hoch. Ah, jetzt geht's aber komisch auseinander. Hier nicht einfach umdrehen, nicht spoilern da hinten, ne? Spoiler mögen wir nicht. Ich habe die Flipchart ja eben nach vorne gezogen. Ich fange das mit der Box hier, das müssen wir... Carsten! Carsten, wo ist Carsten? Ich lese erstmal die Punkte vorne an. Jetzt will es nicht mehr, keine Ahnung. Ich fange unten an bei einer 7. Keine Reaktion. Eine zweite 7. Eine dritte 7. Eine vierte 7. Eine, ja, die Hände sind schön, aber das zählt leider nicht. Ihr bringt mich nur durcheinander hier. Bitte nochmal alle Punktetafeln hoch. So, da ist es nämlich. Ich habe eine 7 vergessen, eine fünfte 7. Dann gehe ich auf eine 8. Und dann sehe ich abschließend eine 10. Aber die wird leider auch gestrichen. Oh, und dann schreie ich noch eine 7. Dann haben wir 36 Punkte. Ein Applaus nochmal für Kira, nicht für die Wertung. Und dann haltet den Applaus, werdet lauter, werdet lauter, werdet lauter für den nächsten Starter aus Paderborn. Für euch auf dieser Bühne, Jan Wattjes! Hallo. Ja, ich habe euch einen Text über Arroganz mitgebracht. Aber den mache ich dann im Finale. Stattdessen etwas sehr Demütiges. Ich bin gebürtiger Ostfriese. Deswegen heiße ich Jan mit einem doppelten N, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Muss 5-mal am Tag in Richtung Otto-Leuchtturm beten. Ein Text namens Jein.
Es ist 1996. Meine Freundin ist 6 und ertrinkt in der Nordsee. Allein. Es ist das größte Unglück in Ostfriesland seit 2 Bürgermeistern. Wir rechnen den Bürgermeistern, weil die hier immer genau 30 Jahre im Amt sind. Lebendig oder nicht. Doch ich sitze unbehelligt mit meiner Familie am Tisch. Ich bin gerade 4 und mein Vollbart 2 Jahre alt geworden, Spätzünder. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder, Jan mit einem N. Mein kleiner Bruder Jan mit 3 N. Und ich sitze in unseren Indoor-Friesen-Nerzen und vor einem Eintopf aus selbstgepulten Krabben und Jäfer-Pilsener. Mein Vater erzählt stolz, dass er morgen beruflich, er ist Robbenquäler wie alle Männer unseres Stammes, an einem Ort namens Ruhrgebiet im fernen Deutschland zu tun habe. Es sei sehr hässlich dort, was ich mir in diesem Urlaubsdomizil, in dem man seine Fischabfälle auf die Straßen kippt, natürlich nur schwer vorstellen kann. Erstaunt frage ich, was er noch über dieses Deutschland erzählen könne. Da gäbe es zum Beispiel in Osten, wo nur alle 2 Kilometer mal ein Mensch lebe, dessen politische Ansichten entweder auf den totalen Kommunismus oder den totalen Krieg hinausliefen und dessen Vokale allesamt Umlaute seien. Und ganz im Süden sei Bayern, in dem ausnahmslos fettleibige sprachbehinderte Großväter lebten. Die waren zwar ebenso rechts, selbst Bier und Würste mussten dort weiß sein, aber alle belächelten das aufgrund ihrer ulkigen Sprache eher. Dann gab es noch die Eifel, den Osten des Westens, und die geizigen Schwaben, die neben Badensern lebten, die ebenfalls Schwaben waren, aber das nicht wahrhaben wollten. Er erzählte mir von Pfälzern, kleine, haarige Kobolde, die im Wald unter Bäumen und Steinen lebten. Da wurde ich natürlich neugierig, welches Bild man in diesen skurrilen Fantasieregionen von unserer schönen Heimat hatte. Also fragte der bärtige Junge, was sagen die Deutschen über Ostfriesland? Ich hatte meinen Vater noch nie weinen sehen. Vermutlich, weil er 2 Augenklappen trug. Aber das Seebeben in seiner Stimme kam dem doch sehr nah. Sie behaupten, wir wären rückständig und blöd, sprach er, während er ein weiteres Billigregal ins Lagerfeuer schmiss und seinen Spiritus äxte. Meine ganze Welt, die von West bis Hundestrand reichte, brach mit einem Mal in sich zusammen. Komplett verstört von dieser Vorstellung schrie ich wie damals unsere Hausmöwe, als der Schmied sie eingeschläfert hatte. In der Suche göttlichen Beistands flüchtete ich zu dem, was wir Kirche und ihr Bushaltestellen nennt. Ich schluckte meinen Kautabak und begann zu beten. Lieber Poseidon, bitte mach, dass endlich Frieden im Nahen Osten ist. Klar sind Abkommensbrüche und Territorialansprüche wichtig, ich war ein sehr schlaues Kind, aber keinem der beiden Völker ist mit Krieg geholfen. Weder Hoogsiel noch Wangerooge. Und bitte gib aus Frieslands größtem Rhetoriker, H.P. Baxter, endlich die Antwort auf die Frage nach dem Sein. How much is the fish? Denn solange wir nicht wissen, was Fisch kostet, wird die ostfriesische Wirtschaft niemals gesunden. Und bitte, bitte, macht, dass der Rest des Landes damit aufhört, sich über uns lustig zu machen. Die dürfen doch schon auf einem Kontinent wohnen und sich sogar außerhalb ihres Verwandtenkreises fortpflanzen. Reicht das etwa noch nicht? Bevor ich die weiteren Götter besänftigen konnte, indem ich Captain Blaubeer ein Neugeborenes opferte, erreichte den Sielhafen die jährliche Postlieferung. Die Briefseeschlange erbrach nicht mehr lesbare Briefe und verätzte Pakete an den Strand. Ich gab ihr 2 Dublonen Trinkgeld und den Umschlag mit den GZ-Gebühren. Wir empfangen auf der Insel zwar weder Funk noch Fernsehen, aber hey, die neue Gebührenregelung ist natürlich viel besser, als wenn wir wie wilde dafür zahlen würden, was wir verbrauchen. Unter den Paketen befand sich ein einigermaßen gut erhaltenes Buch. Die beliebtesten Ostfriesenwitze. Der Hessen. Weil die Geschichte schon lange nicht mehr kohärent ist, begann mein 4-jähriges Ich zu lesen. Wie viel Ostfriesen braucht man, um eine Kuh zu melken? 24. 4 Leute halten die 4 Zitzen und 20 Mann heben die Kuh rauf und runter. Aber das war falsch. Es braucht nur 17 Männer, um Kühe auf- und abzuheben. Das lernt man doch in der 1. Klasse im Kuh- und Krabbeunterricht. Warum gibt es Ebbe und Flut, weil sich das Wasser jedes Mal erschreckt, wenn es die Ostfriesen sieht? Wieder falsch. Gezeiten entstehen durch die periodische Wechselwirkung von lunarer Gravitationskraft und Erdrotation. Wie man ebenfalls in der 1. Klasse im Kuh- und Krabbeunterricht lernt. Wie viel Ostfriesen braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Hier war schon die Feedline totaler Müll. Bei uns gibt es überhaupt keine Elektrizität. Weil die Wörter Plus und Minus im Plattdeutschen genau dasselbe bedeuten, nämlich Bleus. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Man hielt uns nicht wirklich für rückständig und blöd. Man verwechselte uns mit Emsländern. Oh Gott, ich wollte diesen Text schon so lange mal im Emsland machen, ihr habt keine Ahnung. Damit war abgesehen von der Tatsache, dass jedes Jahr 2 Kinder aller ostfriesischen Inseln als Tribute versandt wurden, um gegeneinander um Leben und Tod zu kämpfen, alles in Ordnung. Denn der kleine Jan schwor sich, dass er eines Tages die Slambühnen des Landes bereisen würde, um dem Publikum zu sagen, es ist okay, dass sich die Leute über uns lustig machen und ich mich über euch, solange wir wissen, wie man sich richtig schlimm besäuft. Vielen Dank. Für euch, Jan Wattjes!
Ihr dürft wieder diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was nach diesem Witz gerade hier an Punkten rauskommt. Ich kenne auch einen Ostfriesenwitz, den hat man früher in Greven, hat man sich den erzählt. Der ging so, jetzt habe ich schon die Pointe versagt. Ich habe ihn zu lange nicht mehr erzählt, sorry, der ist halt zu krass, den packt man nur ganz selten aus. Warum haben Ostfriesen runde Häuser? Das stimmt, glaube ich, nicht mal, aber warum haben Ostfriesen runde Häuser? Damit die Hunde nicht in die Ecken kacken. Boah, war der schlecht. Aber wie gesagt, den packt man nur in den Notfällen aus. Ein jetzt, um das wieder zu retten, wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut, genau. Oh Gott, ist das... Ich höre auf zu reden, ich hole die Punkte ein für Jan Wattjes und den gerade gehörten Text auf 3, 2, 1 und Punktetafeln hoch. Ei, jetzt wird geballert. Ich fange unten an bei einer 8. Buh, 8 raus, eine zweite 8. Alter, dann sehe ich eine 9. Eine zweite 9. Dann sehe ich eine 10, eine 10, eine abschließende 10. Das heißt... Es bleiben sogar 2 Zehner stehen und das heißt, oh Gott, jetzt ich und rechnen, ne? 46 Punkte für Jan Wattjes. Ein Applaus nochmal für den Poeten, nicht für die Wertung. Und wir können uns von 2 Menschen oder müssen uns leider auch schon von 2 Menschen verabschieden, die es nicht mehr ins Finale schaffen können, weil sie zu wenig Punkte haben. Das machen wir, weil wir hier im Jugendzentrum sind und weil ich 13 Semester lang soziale Arbeit studiert habe und weiß, es ist pädagogisch sehr wertvoll. Eine Applausrakete, die macht man sonst mit Grundschülern nach so Schulprojekten, das ist immer voll süß und voll schön. Wenn ich jetzt gleich 1 rufe, applaudiert ihr so laut ihr könnt, bei der 2 applaudiert ihr weiter, trampelt mit den Füßen auf den Boden, das ist auf Rasen tatsächlich ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Zur Not zerdeppert ihr Flaschen dabei. Und bei der 3 ruft ihr Danke zu den beiden, die es leider schon mal nicht mehr geschafft haben können, an Laanda Caruso und an Kira Müller. Und wir machen direkt noch ein Dankeschön an das Jam hier, an die Leute, die heute arbeiten, damit wir das hier alles so schön machen können. Auf der 1! Lauter! Lauter, 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 lauter! Ihr könnt jetzt auch einfach huhen oder so. Auf der 2! Und ein riesiges Dankeschön auf der 3! Ah, oh, das ist sweet. Schön. Aktuell im Finale Jan Wattjes, Paul Bresan und Johnny. Eine Person kann es noch ändern. Sie hat den Weg aus der Hansestadt Hamburg auf sich genommen. Begrüßt die letzte Starterin mit einem frenetischen 10-Punkte-Applaus für euch, Jenny Rieck! Hallöchen. Ich spüre so gar keinen Druck ob dieser Aufgabe. Und es macht auch nichts. Ich bin gar nicht aufgeregt. Nein. Ich muss gerade kurz denken, mich sammeln. Oh je. Ich hole euch einfach ein bisschen wieder in die weniger lustige Welt zurück, denn ich bin nur abseits der Bühne lustig. Mein Text ist entstanden aufgrund dessen, dass, also ich bin ursprünglich Osnabrückerin, auch wenn wir jetzt bei Hamburg leben. Und da gab es einmal ein Mädchen in meiner Kindergartengruppe, ich bin Erzieherin, und das Mädchen ist ziemlich schwer erkrankt und ganz Osnabrück hat sich auf die Barrikaden begeben und Stammzellenspender gesucht. Das hat mich sehr bewegt und hat mich zu folgendem Text inspiriert, der da heißt, wir haben viel zu wenig Zeit für dieses Leben. Sie heißt Martje, ist 6 Jahre und wohnt in meiner Heimat Osnabrück. Lange blonde Haare, Stupsnase, Energie endlos. Leider fehlt das Glück. Sie wurde plötzlich so krank, dass sie daran sterben wird, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Sie heißt Birgit und ist immerhin schon Mitte 50, die Mama einer guten Freundin. Diagnose Krebs, doch wir hoffen so auf Heilung. Er hieß Detlef und er war mein Vater. Gerade 43, als das Leben ihm zu hart war. So bestenfalls die Halbwertszeit erreicht.
Ein Erinnerungsschatz ist das, was bleibt, und ich bin 27. Das Alter, in dem Legenden sterben. Nehmen wir Janis Joplin oder Kurt Cobain. Ich habe doch gerade erst angefangen, mir die Welt hier zu erklären. Ich habe noch keine Zeit gehabt, ich selbst zu werden. Und du stehst da, als hättest du ein zweites Leben im Koffer. Alles gespeichert, im Ordner später liegt die Hoffnung. Als wäre für dich noch alles offen. Als hättest du einen Handel geschlossen mit der Zeit, die dir bleibt. Du triffst keine Entscheidung, definierst dich über Leistung. Das bringt dich zwar halb um, doch ist gerade dein Mittelpunkt. Ich sage, man kann nicht nur aufs Leben warten. Du sagst, du willst Träume leben und legst dich dann schlafen. Du kannst nicht gehen, weil du zu fest gebunden bist. Hast Angst vor Aufbruch, doch der Wunsch nach Freiheit frisst. Du ahnst, dass du in mir findest, was du so vermisst. Jedoch ist der Sprung zu groß, der Schritt zu weit. Im Prinzip lässt du bloß nicht los, damit die Liebe bleibt. Das Heute ist im Morgen längst vorbei. Also nimm das Risiko mit, wenn du auf Seelensuche gehst. Flugzeugklappe auf und spring einfach raus. Heute hält sein. Ich friere dir den Moment ein. Dreh du den Augenblick ganz laut. Nur deine Panik vor den Konsequenzen setzt deinen Hoffnungen hier Grenzen. Du willst alles mitnehmen, aber gibst dich nicht her. Den Kindheitstraum ertränkst du in deinem "Ich trau mich nicht mehr". Weißt du, leider kann man Glück nicht konservieren. Statt durch die Wunder der Welt zu galoppieren, drohst du immer mehr, dich zu verlieren, solange du in den alten Strukturen steckst. Nein, ich will hier nicht weg, höre ich dich zu deinem guten Geist Gewohnheit sagen. Es einfach zu versuchen, würdest du nie wagen. Geh mal dem Wind entgegen. Du musst der Angst in die Augen sehen, um dir selbst zu begegnen, statt in deinem Schatten zu stehen. Ich sage, man kann nicht nur aufs Leben warten. Du sagst, du willst Träume leben und legst dich dann schlafen. Du kannst nicht gehen, weil du zu tief verwurzelt bist. Dann fehlt dir der Hafen, doch der Wunsch nach Neuem frisst, weil das alte Gefühl entlaufen ist. Jedoch ist der Sprung zu groß, der Schritt zu weit. Im Prinzip lässt du bloß nicht los, damit die Liebe bleibt. Du sinkst weg im Treibsand der Alltagsroutine. Der immer gleiche Trott malt zwar die zweifelnde Miene, doch ich kann dir 1000 neue Wege aufzeichnen. Von deinem Wundertauben wirst du nicht abweichen. Von der lodernden Flamme in deinem Blut bleibt so bestenfalls Asche, nicht mal glimmende Glut. Immer nur warten auf den nächsten Schritt, der dich glücklich machen sollte. Ist es dann endlich soweit, stellst du erschrocken fest, dass du doch noch nicht angekommen bist. Dass die Erleichterung ausbleibt, während die Hoffnung dich aufreibt. Vielleicht ja dann beim nächsten Mal. Nächster Versuch, identische Qual. So geht das Jahr für Jahr, Gelegenheit für Gelegenheit. Scheinbar hast du sie ja im Abo, deine Zeit. Ich sage, man kann nicht nur aufs Leben warten. Du sagst, du willst Träume leben und legst dich dann schlafen. Du kannst nicht gehen, denn vielleicht ist es so, dass es nicht mal reicht. Du machst es dir auch wirklich nicht leicht. Der Zeit ist das egal, weil sie niemals schleicht, wenn man es nötig hätte. Wieder war es ein Jahr. Du liegst noch in der gleichen Kette. Eventualitäten bestimmen deinen bunten Rhythmus. Dabei ist es das Herz, das unbedingt mit muss. Doch du machst heiter weiter, Akkord am Stück. Scheiternd am Absprung, weist immer zurück, wenn es wirklich drauf ankommt. Du betrügst dich selbst, stiehlst dir die schönsten Augenblicke. Wartest auf die große Chance, bis sie verpasst ist, wenn der dir fremde Mut nicht pünktlich genug Gast ist. Eine Last ist, wenn Abenteurer wie du sich durch ihre Angst lenken lassen. Angst, dass es nie aufhört oder dass es zu schnell anfängt. Angst, das Glück zu verpassen und dass das Blatt sich wendet. Angst zu versagen oder zu vermissen. Die Angst vor der Angst hat dich zerrissen. Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Eines Tages trifft es dich, bricht über dich herein und lässt dich nicht mehr los. Ein Gefühl wie Melancholie. Ich habe immer gesagt, man kann nicht nur aufs Leben warten. Du wolltest Träume leben und hast dann geschlafen. Du konntest nicht gehen, denn Sicherheit war da nie. Du hast nicht losgelassen, damit die Liebe bleibt. Das war dann dein Leben, ein Zeitvertreib. Stagnation, eine Sammlung von Festhalten und auf den richtigen Moment warten. Angst davor, die richtige Sache zur falschen Zeit zu starten. Angst, aus deinem Leben was richtig Großes zu machen. Dein Ding. Deinen endlosen Herzorgasmus, dass das Herz ausrastet und ausklingt, weil es immer mit muss. Du hast es geschont vor den Rissen der Witterung, doch die Seele spürt die Erschütterung. Wir können nicht aufs Leben warten. Dass wir nie genug Zeit haben, wissen Kinder wie Martje. Fühl 150% und nimm auch trauernd dein ganzes Herz mit. Nur wer sich selbst kennt und dauernd brennt, hält mit der Welt Schritt. Sei du selbst, sei frei, sagt Birgit.
Was nützt dir ein Plot an Kostbarkeiten, wenn du immer nur geträumt hast? Wenn du im Stillstand Freuden und Leiden versäumt hast, vom geraden Weg nie abgebogen, um Besonderes kennenzulernen. Während die anderen flogen, konntest du keine Wunder ernten, sahst keine Sterne sterben. Damit die Liebe bleibt, hast du nicht losgelassen. Du gehörst zu den Euphoren, den Träumern, den Phantasten, zu denjenigen, denen es erst dann wie Schuppen von den Augen fällt, wenn die Realität ihren Einzug hält. Wenn es zu spät ist, du am Ende des Wegs stehst und dich dann nach genau diesem Moment sehnst. Ich sage es nochmal, wir können nicht aufs Leben warten. Geh da raus und leb Träume, anstatt zu schlafen. Wachs über dich hinaus, bring dich selbst nach Haus und nimm dich vor allem mit, wenn dich sonst nichts mitnimmt. Alles Große beginnt durch den kleinen Schritt. Halt dich selbst und halt dich selbst aus. Hältst du dich selbst auch für bereit, ist der Sprung gar nicht mehr so weit. Im Prinzip ist das Geheimnis der Glückszeit. Du musst loslassen, damit die Liebe bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Für euch aus Hamburg, Jenny Rieck. Wir brauchen eine letzte Punktbewertung jetzt gleich vor der Pause und auch die letzte Punktbewertung des Abends. Im Finale wird das gleich alles ein bisschen anders funktionieren, das erkläre ich dann aber nach der Pause alles noch in Ruhe. Jetzt habt ihr erstmal ein paar Sekündchen Zeit. Und die Zeit ist um und ich brauche eine Bewertung für Jenny und den gerade gehörten Text auf. 3, 2, 1, Punktetafeln hoch. Okay. Ihr verdeckt da zusammen die hintere Karte, aber es passt so. Ich fange unten an, was haltet ihr von einer 6? Ja, die kann runter jetzt, die 6. Aber der ist noch sehr jung, bitte verprügelt ihn nicht in der Pause. Die andere Punktetafel bitte nach oben lassen. Dann gehe ich hoch auf eine 7, auf eine 8, dann sehe ich eine 9. Wir gehen hier in kleinen Schritten nach oben. Dann sehe ich eine 10, eine zweite 10, eine dritte 10. Und ich streiche eine 6 und ich streiche eine der 10. Und da, oh Gott, jetzt sie da... 44 Punkte für Jenny, ein Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Damit hat sie sich jetzt auch ganz, ganz knapp ins Finale noch reingeschummelt, hat Paul von der dritten Position als Finalplatz einfach entthront, hat ihn runtergekickt und ist auch noch im Finale. Das heißt, ich hole jetzt nochmal ganz, ganz schnell eine fette Applausrakete für Paul Bresan ein, den wir nach der Pause leider nicht mehr wiedersehen. Auf der 1! Lauter! Lauter, lauter 2! Ein riesen Dankeschön auf der 3! Wunderbar! Hier vorne gibt es übrigens von Finkbass T-Shirts und ich glaube auch CDs zu kaufen. Außerdem sind ein paar Bücher dabei von Laander, von Jan Wartjes, CDs auch von Laander. Guckt euch das mal an, kauft ein bisschen was. Finkbass sehen wir auch nachher nochmal wieder. Jetzt machen wir erstmal 20 Minütchen Pause. Wir sehen uns so um 5:30 wieder. Bis gleich. Tschüss! Ich möchte leben wie Franzosen Auto fahren. Eine Delle macht nichts aus. Und wenn die Kreuzung voll ist, fährt man trotzdem drauf. Kann sein, dass man im Weg steht, wenn man nicht auf dem Gehweg geht. Tut mir auch nicht leid, tut mir auch nicht leid, nein. Auch Sommersprossen sind Gesichtspunkte. Habe ich irgendwo gelesen. Und selbst die verschwinden mit zu wenig Sonne. Gerade so, als wäre nichts gewesen. Ich möchte leben wie Franzosen. Thank you.
lass mich los. Wir sind uns nicht fremd, nur ein wenig neu. Die Pferde sind dieselben, nur unerwartet scheu. Ich hab dich nicht vor Augen, während du sprichst. Mit einem beeindruckenden Bauwerk, das hier in der Region, so dürfen wir das glaube ich sagen, seinesgleichen sucht. Einladend, charmant, gastfreundlich, modern, innovativ. Aus Versehen etwas anderes will und dann merke, wie sehr es mir fehlt. Ich würde zu finden, mein Herz. Wie
Norden oder nach Süden, wo die wilden Winde ziehen. Vielen Dank. Ich spiele etwas Langsames, weil ich so aufgeregt bin, dass ich meine Finger nicht so schnell bewegen kann. Und das heißt, zur Hälfte die Nacht. Das innere Licht im Ich bricht, kann man die Seele nicht sehen, aber es funkelt schön. Und wer geblendet wird, verliert. Wenn du sagst, was dich bewegt, dann ist das wie ein Fleck aus Licht, der im Raum schwebt. Und wir wissen, die Katze und ich, Lichtflecken fängt man nicht. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Wie Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runtergeht oder rauf aufs Dach. Die Augen des anderen sind das Einzige, worin man sich spiegeln kann und sich trotzdem liebt, weil man nicht nur sich selber sieht. Dieses Zimmer ist still und es herrscht Ruhe im Treppenhaus, so sieht's aus. Ich kann nicht schlafen, du hast das Licht angelassen. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Wie Fahrstühle fahren und man nicht versteht, ob es runtergeht oder rauf aufs Dach. Es ist viel zu hell für die Nacht und ich fühl nicht mehr, ob ich müde werd oder wach. Die Fahrstühle fahren rauf aufs Dach.
As I walked across this rancid land, I found myself in the palm of someone else's hand. As I watched my mind get shot where it stands, well, I found myself in the palm of someone else's hands. See, I don't know what I'm supposed to say. Watch the days turn cold and live another way. See, I don't know what I'm supposed to do. If you carry me home, I'll carry. Side of the road, christening our blood with the waters down below. We stood so simple, quiet and still. Ah, da bin ich wieder. Hallo, die Pause ist vorbei. Der Slam am Jam geht hier weiter. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Stellen Sie die Rücken. Stellen Sie oh Gott, mir ist gerade das Wort entfallen. Die Sitze senkrecht. Die Sitzdinger am Rücken, wo man sich, wie heißt es? Oh Gott.
Anlehne, bitte die Anlehne jetzt wieder senkrecht stellen, das Rauchen bitte einstellen, bitte schnell die Plätze finden und dann einmal Mucksmäuschen still werden. Psch, psch. Schweige, Fuchs. Das sind immer noch Leute sehr laut. Im Studium der sozialen Arbeit habe ich gelernt, es gibt auch das Schweigeeinhorn, das sieht dann so aus. Sollte man nicht mit Kindern machen? Haben wir trotzdem getan. Die Kinder fanden es lustig, sie konnten nicht so mit anfangen, aber das Einhorn, wie süß. Wir sind zurück aus der Pause, wir kommen ins Grande Finale hier beim Slam Am Jam 2018. Wir haben drei wundervolle Menschen ins Finale gewählt und wir haben gerade eben in der Pause gelost und die Reihenfolge sieht aus folgendermaßen. Wir hören als erstes Johnny, dann hören wir Jenny, dann hören wir Jan, alles mit einem J, verrückt, super verwirrend heute. Das wird im Finale jetzt gleich so ablaufen. Punktetafeln brauchen wir nicht mehr. Die bringt ihr einfach nach der Veranstaltung gerne hier nach vorne und legt sie vielleicht auf den Büchertisch oder so. Dann könnt ihr nebenbei auch noch was shoppen. Hui, der nächste Geburtstag kommt bestimmt. Weihnachten ist auch schon wieder in, meine Güte, in 6 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Da muss man jetzt schon anfangen, Geschenke zu kaufen. Und im Finale läuft es nämlich jetzt so ab, dass jeder von euch im Publikum gefragt ist. Wir hören alle drei hintereinander weg und holen uns jeweils nach den Vorträgen ein Stichwort von euch so aus dem Publikum, was ich aufschreibe, damit wir uns danach noch dran erinnern können. Wenn wir alle drei hier auf der Bühne quasi vorher noch mal stehen haben, dann gibt es nämlich eine Applausabstimmung. Das heißt, wirklich jeder kann ausrasten, kann irgendwie rufen, kann schreien, kann brüllen. Ne? Ihr könnt, wenn ihr sehr laut pupsen könnt, könnt ihr auch sehr laut pupsen. So. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dadurch ermitteln wir dann danach einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Meine Ohren sind sehr geeicht, das werdet ihr dann auch noch bestimmt noch merken nachher. Ich kann immer die genaue Dezibelzahl nennen, nicht. Aber das ist als Moderator auch immer der undankbare Job, das rauszuhören und hinterher vom Publikum oder Slammern verprügelt zu werden, weil man sich falsch entschieden hat. Nun denn, wir sind im Grande Finale und ich probiere das einfach mal. Finale! Schön. Ha. Freut ihr euch auch schon so gar nicht auf die WM wie ich? Yeah. Ich wohne in der Nähe in Münster, also ich wohne in Münster in der Nähe vom Ludgeri-Kreisel und da geht immer richtig die Sause, wenn Deutschland gewinnt. Und ich bin halt einfach froh, wenn ich da weg bin. Zum Glück, ich fahre zum Glück noch nach Kroatien weg und so, weil das ist echt, da pennt man bis morgen 6 Uhr einfach nicht. Das ist so richtig Sause. Das ist aber ein bisschen witzig, auch ein bisschen geil. Da kann man auch mal ein bisschen so auf dem Balkon stehen und so gucken, so, ah, hier, da pimpern sie schon wieder im Busch, die Besoffenen. So, ja, auch schön, schön. Finale wird jetzt super spannend, wird super krass. Wir brauchen jetzt gleich nicht mehr nur einen 10-Punkte-Applaus, sondern 11, 12, 13-Punkte-Applaus. Und dazu müssen wir jetzt mal unsere Who-Girls aktivieren oder was auch immer. Wir üben das einfach mal. Es könnte sein, dass jetzt gleich jemand auf diese Bühne kommt, also euer Favorit oder eure Favoritin. Und die begrüßen wir halt nicht nur mit so einem fetten 13-Punkte-Applaus, sondern auch einem Geräusch. Zum Beispiel könnte das eben sein, dieses Who-Girl so... Und das üben wir einfach mal alle zusammen auf 3, 2, 1. Also hier, die ganze Reihe, da sitzen Leute, die gucken mich nur wie ein Eimer an, ja. Ich sag mal so, als Sozialpädagoge sage ich euch jetzt, wenn alle mitmachen, sehen alle scheiße aus und dann haben wir hier eine riesige Geräuschkulisse. Wir probieren das nochmal auf 3, 2, 1. Jawohl, lasst alles raus, lasst alles raus. Es könnte aber auch sein, hier sitzen Leute, deswegen hier so Verweigerer vielleicht, die sagen, ich komme gar nicht so hoch, ich kann nicht so dieses Hu, ich mache eher so ein Oh. Und das üben wir auch mal auf 3, 2, 1. Da sind mir gerade die Nippel ein bisschen spitz geworden. Es kann aber auch sein, dass hier Leute sitzen, nee, die sagen so, nee, ich mache nicht den Scheiß mit, den alle machen. Ich begrüße hier meinen Favorit oder meine Favoritin mit einem Kampfschrei. Und der könnte zum Beispiel so sein. Wubbidi, wubbidi, wubbidi! Und das üben wir auf 3, 2, 1. Ist so ein bisschen untergegangen, irgendwie hier vorne, so bitte alle mitmachen, ne? Probiert das mal, lasst es einfach raus, das macht Spaß, das setzt Endorphine frei, ihr könnt heute Abend richtig gut schlafen. 3, 2, 1. Sehr schön. Ha.
Das freut mich immer, wenn Leute so gut mitmachen, da kriege ich immer so ein richtiges Strahlen ins Gesicht. So, yay! Habt ihr Bock aufs Finale? Dann rastet mal richtig aus! Schön, schön, schön. Wir kommen zum ersten Starter. Emma noch aus Mettingen angereist. Begrüßt ihn mit einem frenetischen 13-Punkte-Applaus und einem Geräusch eurer Wahl. Für euch auf dieser Bühne, Johnny! Dankeschön. Vielen Dank, dass ich nochmal darf. Das freut mich sehr. Ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man zu einem Poetry Slam geht, obwohl man taub ist. Ich weiß es nicht und ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht, weil ich glaube, ihr könnt mich ganz gut verstehen. Aber ich würde mir wünschen, dass eine junge Frau im Publikum ist, die leider nichts hören kann, aber unbedingt mal wissen wollte, wie sich ein Poetry Slam anfühlt. Und der folgende Text ist aus ihrer Sicht geschrieben und ich werde ihn auch aus ihrer Sicht vortragen. Noch eine kleine Sache am Rande. Als ich den Text geschrieben habe, da war ich am Anfang meiner Poetry Slam, in Anführungsstrichen Karriere, und habe gedacht, dass jeder Poetry Slam in einem dunklen Saal mit hoher Bühne und krasser Bühnenbeleuchtung stattfindet. Die krasse Bühnenbeleuchtung, die kommt gerade zur Geltung, merke ich, das ist super. Und diese Szenerie müsst ihr euch für den Text vorstellen. Und wie gesagt, ich bin die junge Frau im Publikum, die mir dabei zuschaut, wie ich diesen Slam-Text vortrage. Und noch etwas ganz zum Schluss, bevor ich mit dem Text anfange. Ich würde mir wünschen, dass ihr gegen Ende des Textes etwas mitmacht. Ihr habt jetzt gerade bei Jens ganz super was mitgemacht. Bei mir ist es etwas Motorisches. Ich werde euch das vormachen und ihr werdet das einfach nachmachen. Ihr werdet wohl merken, was das ist. Es ist eine große Bewegung und der folgende Text heißt Taub. Ich hatte echt Schiss, doch ich hab mich getraut. Ein Slammer betritt die Bühne und ich bin taub. Von eurem großen Universum da draußen höre ich keinen Ton. Von Geburt an taub, nur durch ein Chromosom, mein Genotyp, so defekt, dass ich nichts hören kann. Nicht mal den schnaufenden Typ nebendran. Er quält sich, das spüre ich. Er will nicht stören. Er würde so gerne husten und ich würde das so gerne hören. Solche Kleinigkeiten nehme ich wahr. Genau wie das Prasseln, das mir doch so nah ist, wenn alle gemeinsam klatschen. Höre nichts von dem, was die da vorne quatschen. Die Stille ist näher, hinterlässt dumpfe Narben und wären Geräusche nur heute wie Farben, höre ich nur schwarz-weiß oder eher nur schwarz. Ich dachte, es wird schon gut gehen. Ich wollte einmal den Slammer mit dem lustigen Hut sehen und ausgerechnet, der hat abgesagt. Ich wollte auf die Mimik und Gestik der Poeten Wert legen. Jetzt stehst du nach vorne, ohne dich zu bewegen. Kannst du nicht eine große, witzige Geste machen? Ich würde gerne mit allen anderen gleichzeitig an der richtigen Stelle lachen. Stattdessen dein stummer Vortrag im Licht. Ich sehe dich genau und du siehst mich nicht. In diesen Momenten wirkst du wie blind in den Scheinwerferkegeln, die sonnengleich sind. Im Behinderungsbattle eindeutig unentschieden. Ich taub und du blind. Bin ich jetzt zufrieden? Nein, ich wünsche mir nicht, du wärst blind. Ich wünsche mir, du wärst stumm. Nicht nur zu mir, sondern ganz und gar stumm. Ich wäre auf einmal dein einziger und größter Fan. Sei einfach stumm für mich. Sei einmal ein Gentleman. Ja? Machst du das? Großartig. Ich taub und du stumm. Du hast nichts zu sagen und ich hab nichts zu hören. Wir werden die Welt weit hinter uns lassen und ich werde keins deiner Wörter verpassen. Du hättest keine Wörter mehr. Die gemeinsame Stille, die uns beide hält, kann niemand mehr stören. Zu laut ist die Welt. Schau sie dir an. Sie nehmen von außen mit all ihren Sinnen alles wahr. Und während sie reden und hören, verrinnen die Jahre, ohne dass sie sich fühlen von innen. Sie sind auch taub, nur eben gefühlstaub und auch stumm mit ihrer inneren Stimme. Wir dagegen, wir sind füreinander geschaffen. Du stumm und ich taub, lass sie doch slammen, diese unendlich vielen Affen im Wald. Du hörst für uns beide das raschelnde Laub. Wenn wir uns verlaufen, werd ich nach dem Weg fragen und den Leuten vorschlagen, es dir vorzutragen, ohne ein Dankeswort von dir zu erwarten. Ein paar Monate später. Nothing to say, nothing to hear, unser Spruch auf den Karten, die wir verschicken, wenn wir bald heiraten. Und ich weiß, auf dein Ja-Wort brauch ich nicht zu warten, dein Blick wird die passende Antwort verraten. Später, beim Brauttanz, bei breiter Beschallung, berauschen uns Bässe bewegend in Wallung, wir blicken uns tief in die Augen mit britzelndem Magen und ich werde dich küssen und werde dir sagen, ich bin so verliebt in dich.
wie damals, als ich dich zum ersten Mal sah. Ich unten, du oben, du kamst mir so nah mit deinem Auftritt auf der Bühne. Ich bin anschließend zu dir gegangen. Aufregung, Herzklopfen, glühende Wangen. Meine ersten Worte zu dir. Hallo, dein Auftritt hat mir sehr gefallen. Also weniger der Text, mehr so du. Ich fragte dich, ob wir uns wiedersehen oder ob wir noch lecker was essen gehen oder ins Kino oder gleich zu mir ins Bett. Es ist ausreichend groß für ein One-Night-Duett. Du hast mich angestaunt, freundlich gelächelt und warst irritiert. Meine mutige Rede hat dich wohl verwirrt und mit 2, 3 Falten auf deiner Stirn hast du meine kleine Welt demontiert. Es fiel mir wie Watte aus dem Mund und den Ohren. Zum Reden und Hören bin ich nicht geboren. Ich mache zwar Laute, versteh sie nun nicht. Ohne Gehör bleibt die Aussprache schlicht, so schlicht, dass keiner ein Wort verstehen will. Will ich nicht auffallen, bleib ich lieber still. Der Tanz ist zu Ende, du löst dich von mir. Es gab niemals uns, kein wirkliches Wir verlieren. Uns alles verschwimmt, ich realisiere, dass nichts davon stimmt. Stattdessen habe ich eine Zeit lang vergessen, dass ich immer noch da bin, wo Affen sich messen mit Worten und Sätzen, die ich niemals höre, während ich mich in Acht nehme, dass ich niemanden störe. Jetzt komm endlich zum Punkt, denke ich. Ich kann dich nicht mehr sehen, hast mich so sehr verletzt. Und was du nicht weißt, ich kann auch kein Wort verstehen von dem, was du sagst. Und frag mich jetzt bitte nicht, warum. Du beendest deinen Text. Kein einziger klatscht aus dem Publikum. Worüber hast du gesprochen? Warst du so schlecht? Ich dachte, Respect the Poets wäre echt. Ich dachte, man klatscht quasi immer am Ende. Doch wie auf ein Zeichen heben alle die Hände und drehen die Finger in der Luft hin und her. Der Taubstummenapplaus, als wenn's immer so wär. Ein warmes Gefühl dehnt sich vollkommen aus. Wir alle vereint in diesem Applaus. Vor Glück kommen Tränen. Ich schaue mich um. Ich bin nicht als Einzige hier. Taub und halbstumm. Dankeschön. Der erste Finalist für euch, Johnny. Lasst jetzt das Gehörte einfach ganz kurz auf euch wirken. Und dann könnt ihr einfach ein Stichwort zu mir nach vorne rufen. Taub. Das war kreativ. Oh, jetzt habe ich einen Hashtag da. Ich mache jetzt Hashtags davor. Ich weiß nicht, warum ich das gerade getan habe. Ich bin ein bisschen geschädigt auch, glaube ich. Taub, wunderbar. Jetzt haben wir ein Stichwort, das heißt, wir kommen jetzt zu einer großen Kunst, nämlich der Kunst des Vergessens. Wir vergessen jetzt alles, was wir gerade gehört haben, um im Kopf Platz zu machen für die zweite Finalistin auf dieser Bühne. Auch sie begrüßen wir mit einem frenetischen 13-Punkte-Applaus und allen Geräuschen auf einmal oder sucht es euch aus, was ihr dazu machen wollt. Begrüßt sie recht herzlich für euch, Jenny Rieck! Stolperfallen hier. Also vielen Dank erstmal, dass ich nochmal darf. Ich bin gerade ein wenig gerührt und hoffe, dass das alles so klappt. Ich möchte kurz eine Anekdote zum Besten geben, bevor ich dann aus diesem sehr lustigen Teil ausscheide wieder. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin Erzieherin und arbeite derzeit an einer Schule. Allerdings eben in der Nähe von Hamburg und ich musste sehr lachen, als ich neulich ein Schulbuch der 5. Klassen in Erdkunde aufschlug und das Thema sah, nämlich Meppen, eine Stadt mit vielen Möglichkeiten. Und ich sagte nur, das ist großartig, ich fahre nächste Woche nach Meppen und konnte die 5-Klässler ganz hervorragend unterstützen. Das wäre sehr lustig, weil es in diesem Bericht oder in diesem Text um einen 11-jährigen Jungen geht, der quasi überflutet ist von der Vielzahl der Möglichkeiten, die er hier in Meppen hat. Das fand ich sehr niedlich. Das wollte ich einmal mit euch teilen. Sehr süß, oder? Fand ich gut. Ja, mein Text ist eine etwas außergewöhnliche Liebesgeschichte und zwar eine, die ihr hoffentlich alle mehr oder minder mitfühlen könnt, denn sie richtet sich an Menschen, die ihr alle in eurem Leben habt oder haben solltet, nämlich an Freunde. Und der Text heißt Freunde, schönster Götterfunken. Es ist ein gewöhnlicher Freitagabend. Wir sind bei mir zu Hause statt auf Party, haben den Tag mit Hund und Kind im Garten verbracht.
Jetzt spielen wir Ligretto und Phase 10. Reden über die alte Zeit bei einem Gläschen Wein, während die Kleine oben schläft und wir die Karten für die nächste Runde geben. Du fragst, was ich ihr später mal erzähle, wenn sie beginnen, Freundschaften zu pflegen. Was bleibt von unseren Lebenswegen? Sprichst von der Angst, nur still zu stehen. Das Radio läuft leise im Hintergrund. Ich schlag das Album auf. Lebensaufzeichnung. Im Lieblingsbuch war der Weg so klar. Wir waren da ja noch so jung und ungebunden. So unzähmbar. Losgelöste Momentatmer verdienen Ehrenurkunden für talentfreies Theater, aber auch ohne Start-up bleibst du meine größte Auszeichnung. Wir lernen uns kennen mit 12 beim Zeitungstanz. Da kannst du mal sehen, wie uns die Zeit austanzt. Doch wir haben den Glanz über die Jahre gehalten. Mit zärtlichen Fingern streiche ich über die verblichenen Seiten, dann die über die Wange. Jeder Moment mit dir birgt Kostbarkeiten, die ich wirklich niemandem zeigen kann, weil sie nur uns gehören. Schätze, die sowieso keiner findet, wenn er nicht selbst dabei war. Tiefen, in die die anderen fallen, sind unsere Lichtschalter. Sie zeigen, dass wir auch die verborgenen Winkel der anderen kennen. Manchmal brauchst du nur ein Stichwort zu nennen und ich kann mich vor Lachen nicht mehr halten, weil die Erinnerung in alle Venen einfällt. Und wenn ich Glück sagte, meinte ich immer nur dich. Besser als das, was wir haben, geht nicht. Schau mal, da haben wir dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Und dort ließen wir uns von Schicksen und Hipstern sicher nicht ins Boxhorn jagen. Wir boxen uns durch die harten Jahre, um uns bei Sonne wieder im Arm zu haben. Wir haben Leben gerettet. Immerhin eins, um das ich weiß. Wir haben Leben verloren. Von Liebe ganz zu schweigen. Wir haben getanzt. Gebrannt für den Augenblick. Und auch wenn gar nichts mehr geht, läuft doch immer Musik. Mit dir habe ich Gänsehaut irgendwie von innen. Mein Herz setzt einen Schlag aus, um deinen Rhythmus zu finden. Deine Worte, die manchmal meine Geschichten erzählen. Deine Weisheit, Gewicht auf die richtigen Sachen zu legen. Nichts wirkte je so sehr wie Gewinn. Mit dir alles auf die eine Karte. Arsch oder Gold, Jäger wie Gejagte. Egal, mit dir doch alles Sahne. Ahne, dass das immer der Plan war. Ich gehe als Petra Pan in unserem Nimmerland vor Anker. Die Gefahr, beim gemeinsamen Großwerden, nicht gemeinsam groß zu werden, war zwar da, doch mit dir schmeckt Freiheit noch heute nach Indianer. Denk immer dran, als Lucky Luke wärst du mein Jolly Jumper. Wir waren Träumer und Punks, Trümmer und Kümmerer, Säufer aus Angst vor der zu lauten Welt. Wir hörten, wir suchten Nirvana auf Brücken unterm Sternenzelt. Wir haben es ausprobiert. Alles. Ohne Garantie, volles Risiko gen Gewinn, mit massig Euphorie und Adrenalin. Unsere Nächte so reich, dass ich bis in die Ewigkeit Erinnerungen daraus nähren kann. In Graffiti steht groß, wir waren hier auf meiner Herzwand. Und das ist erst der Anfang, denn wir bleiben auch. Wie zum Beweis brenne ich auf CD die alten Sachen drauf. Halt mir den Bauch vor Lachen beim Betrachten der alten Fotos. Mensch Mädchen, wohin ist die Zeit bloß? Und wenn die Haare weiß und unsere Linsen vom Leben gehen sehen getrübt sind. Wenn der Greis von gegenüber vom Leiden zermürbt schon wissen will, was wir so treiben. Dann zuckst du nur mit den Achseln, weil du vergessen hast, wie wir heißen. Wir bleiben noch, trinken aus, wir spielen Kanaster. Beim Griff nach dem Glas zittert deine faltige Hand. Ich gebe unterdessen die letzten Karten aus und halte den Atem an. Du schlürfst dein Wasser und bedauerst, dass du nicht gut gespielt hast. Doch ich weiß, dass gleich neben dem Joker das Ass war. Und dann fragst du auf einmal nach meinem Namen. Fragst, wer wir sind und wer wir waren. Dann nicke ich nur und nehme dich mit auf einen erneuten Vergissmeinnicht-Trip. Halte an all den Stationen dieser großen Freundschaft an. Ich zeig dir die Wunder am Wegrand, die deinetwegen blühen. Die Kreuzungen und Pfade, die hinter uns liegen. Doch durchgehend erkennbar unsere Spuren bei der Linie. Ohne Erinnerung an deine Narben, auf der Suche danach. Nach all den Schlachten, die du dafür geschlagen hast, willst du wissen, wie es wohl gewesen wäre, einmal das leichte Entfleuchende, große loszuhaben. Dann leg ich mich zu dir auf die Bahre und sag dir, das hier, das ist es. Nochmal, in Leuchtschrift und in Großbuchstaben. Vielen Dank. Die zweite Finalistin für euch, Jenny Rieck.
Und auch jetzt ganz kurz in euch gehen, das Gehörte noch mal ganz kurz sacken lassen. Und dann ein Stichwort. Was? Leben, Erinnerung, ich nehme mal beide. Okay. Das LSD wirkt endlich im Trinkwasser, was wir da heute reingekippt haben. Wird? Wird? LSD, ich sehe hier nur alles bunt. Keine Ahnung, da redet ein Vogel mit mir. Das stimmt, sagt er auch noch. Frech. Kommen wir ja gleich mal hier, ne? Hier, pass mal auf mein Mikrokabel. Ja. So, machen wir den Kopf wieder frei für den letzten Finalisten hier heute Abend beim Slam am Jam 2018. Begrüßt auch ihn mit einem 13-Punkte-Applaus und allen Geräuschen, die euch so einfallen, für euch auf dieser Bühne, Jan Wirtjes! Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ich nochmal darf. Sind die Leute noch hier, die da hinten vorgeglüht haben, als ich angekommen bin? Zufällig mal winken. Ach, guck, das ist für mich Hashtag Mappen. Ja, guten Abend nochmal. Mein Name ist Jan Wirtjes, ich bin 35 Jahre alt. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Und in diesem Text geht es ums Lügen. Seid ihr bibelfest in Mappen? Pfui. Kennt ihr die 10 Gebote? Streitbar. Na gut, kriegt ihr hin. Denn dann wisst ihr, wie schlimm Lügen ist. In den 10 Geboten ist auf demselben Level wie Diebstahl, Brandstiftung, Rufmord und Mord. Trotzdem lügen wir ständig. Im Einleitungssatz waren alleine 3. Ich bin noch keine 35 mehr. Und Jan Wirtjes ist kein echter Name. Wirtjes ist niederländisch für Schwuchtel. So heißt doch niemand. Aber ihr habt genauso gelogen. Als ich euch gefragt habe, ob ihr euch in den 10 Geboten auskennt, habt ihr alle nur, ja, wenn ihr dann aufhört, mit uns zu interagieren. Aber keinem Arsch ist aufgefallen, dass ich gesagt habe, dass Brandstiftung eines der 10 Gebote ist. Brandstiftung. Du sollst nicht kokeln. Der Punkt ist, Lügen ist salonfähig geworden. Klar, am Anfang sind es nur Kleinigkeiten, aber die ergeben eine gigantische Summe alternative Fakten. Kleinigkeiten wie, mir geht's gut, obwohl man gerade frisch geschieden, gefeuert oder erschossen worden ist. Kleinigkeiten wie, klar war ich mit dem Hund raus. Keine Ahnung, warum man gerade 5 cremige Haufen auf die Küchenzeile geschissen hat. Kleinigkeiten, wie haha mit dreifachem Lach-Emoji als Antwort auf einen Link, den man überhaupt nicht angeklickt hat. Aber dabei bleibt es nicht. Ich habe irgendwie schon gar keinen Hunger mehr, aber das hast du wirklich lecker angebrannt. Du hast so recht, in die Dusche pissen ist total abartig. Und Pornografie auch. Ja, danke Opa, deine Anekdote über den Zweiten Weltkrieg war wirklich unproblematisch und lehrreich. Nein, Sie haben eine geistige Behinderung, das wäre mir bei unserem Gespräch über Töfts gar nicht aufgefallen. Ich gehe immer nur nüchtern auf die Bühne. Da waren nur Radler in den Schnapsgläsern. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich liebe dich auch. Ich bin gerne HSV-Fan. Wir sind zwar noch nie aufgestiegen, aber wir schaffen das schon. Ach, es ist ja nur das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich kann das jetzt schon noch essen, ohne mir dabei vorzustellen, wie meine Nieren verfaulen. Mir sind meine 1449 Facebook-Likes jetzt gar nicht so präsent. Ist total sinnvoll, dass ich das alles in Anführungszeichen gesetzt habe. Habe ich gar nicht. Das war eine Lüge in der Lüge. Aber das andere habe ich schon mal so gesagt, gedacht oder gehört. Und das waren jetzt schon 27 Lügen und selbst das ist gelogen. Als würde ich das für ein Slam-Text nachzählen. Aber Lügen ist nicht mehr nur ein Umstand der Bequemlichkeit. Lügen hat unsere Menschheit überhaupt erst dahin gebracht, wo wir heute sind. Mach deine Arbeit auf dem Feld, gründe eine Familie und halte dich an die Regeln. Denn nur so kommst du ins Paradies. Der Kapitalismus wird uns irgendwann alle reich machen. Oder die ganzen Kinder, die nie gezeugt worden wären, gebe das männliche Gehirn nicht sämtliche Kreativität fürs Lügen auf. Denn Lügen ist kreativ. Uns interessiert nicht, ob die Amerikaner die ersten auf dem Mond waren. Zum Mond fliegen können andere Nationen auch. Faszinieren würde uns, wenn diese kranken Bastarde es geschafft hätten, die Mondlandung zu fälschen. Denn ehrlich sein kann absolut jeder. Das ist keine Kunst. Leute dafür abzufeiern, wie authentisch sie sind, ist so, als wenn man im Zoo jedes Mal neu überrascht, dass Giraffen einen langen Hals haben und pumpenden Herzens zu ihnen hinzugehen und zu sagen, ich finde total toll, wie du einfach dein Ding machst.
Dein langer Hals und so. Ich meine, du bist nun mal auch eine Giraffe. Bei dir ist echt noch alles genauso, wie es eben ist. Nimm auf jeden Fall mal eine EP auf, schreib ein Buch oder nimm einfach so mein ganzes Geld. Denn sei immer du selbst, steht bei jeder 13-Jährigen unter dem Spiegel-Selfie und in jedem Spruchkalender, die eigens fürs Schrottwichteln hergestellt werden. Aber warum sollte man so sein, wie man ist, wenn man auch sein kann, wie man möchte? Machen unsere Lügen uns nicht mehr zu dem, was wir sind, als die Wahrheit? Denn die Dinge, über die wir meinen, lügen zu müssen, sind uns doch viel wichtiger als all das, was uns so egal ist, dass wir es beim reellen Zustand belassen können. Klar, wir hassen Lügen wie alternative Fakten oder Wahlversprechen, die nicht gehalten werden. Dabei lügen wir uns dabei selbst an. Die AfD lügt natürlich, dieses Land vor Terrorismus und Kriminalität retten zu können. Aber dann kommen wir und lügen, dass wir richtig geil was dagegen unternommen hätten, nur weil wir mal bei einer AfD-Gegendemo in eine Pfeife geblasen haben oder in einem Facebook-Kommentar für 11 Likes den Dorfnazi zurechtgewiesen haben. Die Waffen des syrischen Bürgerkriegs wurden in Deutschland hergestellt. Und das ist keine Verschwörungstheorie wie Chemtrails, Flacherdler oder dass Markus Lanz der Teufel ist. Sondern das wissen wir. Und wir wissen auch, dass es ein makaberer Witz ist, dafür immerhin die Flüchtlinge aufzunehmen, die es über Mittelmeer und Grenzzäune nach Deutschland schaffen. Aber dann lügen wir wieder, dass man ja überhaupt nichts dagegen unternehmen kann, weil das halt wahnsinnig viel aufwendiger wäre, als sich ein Fuck-AfD-Shirt zu bestellen oder zu googeln, ob es wirklich eine Verschwörungstheorie gibt, dass Markus Lanz der fucking Antichrist ist. Es lohnt sich, versprochen. Und wir müssen auch viel zu lange Texte darüber schreiben, wie schlimm alle sich selbst belügen, obwohl wir selbst kein Stück besser sind. Also nochmal neu. Ich heiße tatsächlich Jan Watjes, es war ein sehr schlimmer Schüleraustausch. Ich bin 25 Jahre alt und liebe es nicht, Slam-Texte zu schreiben, weil die Leute entweder so stumpf unterhalten werden wollen, wie sie es auch von dem Fernseher könnten, oder so schlaues Zeug hören wollen, wie ich es nie schreiben könnte, aber ganz bestimmt nicht, was ein 25-Jähriger über die Welt denkt. Dabei ist, was ich denke, einfach, dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vor Markus Lanz. Vielen Dank. Der dritte Finalist für euch, Jan Watjes. Auch jetzt geht ihr noch einmal ein drittes und letztes Mal. Hey, chillt mal, geht erstmal in euch so. Ich finde es schön, wie engagiert ihr seid, aber ich habe doch noch nicht mal einen Stift in der Hand. So. Und vielleicht mal jemand anders auch mit Stichworten. Also es gibt, ihr kriegt eh schon eine Eins, ne? Das ist okay. So, ihr habt bestanden den Kurs. So, mal jetzt mal hier vorne kurz mal hinten die Chance lassen. War Hashtag, was? Lachflash. Okay. Hashtag Lügen. Hashtag, war der Lachflash jetzt gelogen, ist die Frage. Ich schreibe jetzt Lügen, wie sich's für ein Hashtag gehört, ohne Ü, und Lachflash da einfach noch hinter. Damit die eine Person im Publikum sich daran erinnert, dass sie gelacht hat bei diesem Text. So. Wir haben drei wunderbare Finalisten und Finalistinnen gehört. Wir haben drei wunderbare Texte gehört. Wir müssen uns jetzt gleich entscheiden. Wir kommen zum großen Augenblick, auf den wirklich alle heute gewartet haben. Auf den Werbeblock. Yay! Oh, da eine Person applaudiert, sehr höflich. Und zwar, wer Bock auf Poetry Slam hat und jetzt gesagt hat, so Mann, ist das geil und es dauert hier in Meppen wieder eine halbe Ewigkeit, der kommt am 26.07. nach Lingen ins Kuschinski. Dort ist der Radioactive Slam Open Air mit wunderbaren Menschen, unter anderem mit mir. Und ja, ist cool. Einlass ist 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr, kostet 8 Euro an der Abendkasse, ermäßigt für Schüler und Studierende 6 Euro. Ansonsten noch ganz wichtig und ganz interessant, ich habe es eben schon mal erwähnt, letztendlich kann jeder bei einem Slam auftreten. Jetzt letztlich, wer hier einen Text geschrieben hat, der kann einfach sagen, so, boah, beim nächsten Mal mache ich mit. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, das überhaupt zu lernen, Texte zu schreiben, bei einem Workshop kreatives Schreiben. Und zwar nämlich hier im Jam am 16. und 17.11. Die Infos kommen auch nochmal mit Flyern und Plakaten. Ihr erfährt das bestimmt auch bei Facebook und hier über irgendwelche Gemeindezeitschriften und sonst was. Ich leite das Ganze an und an dem Samstag gibt es dann noch abends eine Veranstaltung auch hier, wo ihr alle herzlich auch als Publikum eingeladen seid. Der Eintritt wird dabei auch frei sein und dort treten dann 4 Slammer und Slammerinnen auf, die wir eingeladen haben und eben die Kids oder die Jugendlichen, wer auch immer sich gerne für diesen Workshop bereit erklärt, auch die haben die Möglichkeit, abends aufzutreten und ihr Geschriebenes direkt vor einem Publikum zu präsentieren. Mega cool, sagt es weiter, wir würden uns freuen, wenn wir da 10, 15 Leute sitzen haben. Es gibt eigentlich dabei auch keine Altersbegrenzung. Also auch wenn jetzt heute jemand sitzt, der sagt, ja,
so, jetzt habe ich Rente, so, ich habe nichts mehr zu tun, jetzt fange ich mal an, Texte schreiben, fahre durch die Gegend. Mach das. Wir haben genug Slammer auch in der Szene, die sind schon 60, 70 plus und machen das jetzt. Einer ist ein Professor in Pension, der hat sich gedacht, so, boah, meine Familie nervt mich jetzt schon, ich schreibe jetzt Texte und fahre rum. Voll geil. Und man kriegt dann immer freie Alkohol und so, voll geil, mach das. Ich kann es empfehlen. Ich, seht mich an, ich mache das seit 6 Jahren, ich bin Alkoholiker geworden dadurch, hab das Studium auf 13 Semester gezogen, das war's wert, oder? Das war's wert. So. Fertig mit Werbeblock. Achso, nee, noch nicht ganz. Like die Künstler bei Facebook mit einem Däumchen. Morgen kommt in die Veranstaltung, kriegt ihr die Seiten direkt. Like den Radioactive Slam, like das Jam, like Mappen, whatever. Liked einfach alles und jeden, den ihr so finden könnt. Und wenn ihr kein Facebook habt, dann geht halt gleich zu den Menschen und sagt, I like you. Und dann fühlen die sich auch ganz schön. So, jetzt begrüßen wir aber, würde ich sagen, alle drei Finalisten nochmal unter einem finalwürdigen, richtig krassen, fetten 18.000 Millionen Punkte Applaus auf diese Bühne für euch, Johnny, Jenny Riek und Jan Wörtjes. Achso, ja, ich stelle mich vor. So, ich bleib hier stehen, dann wirst du nicht geblendet. Es ist der große Augenblick gekommen. Wer möge den Slam am Jam 2018 hier in Meppen gewonnen haben? Ich zeige euch kurz, was es Krasses zu gewinnen gibt. Wir haben uns entschieden, wir machen nicht so einen krassen Preis, weil viele sind immer irgendwie auch mehrere Tage noch auf Tour unterwegs, die anderen fahren irgendwie dann noch morgen zu einem Auftritt und wenn man dann irgendwas Zerbrechliches, Großes, sehr Schweres irgendwie im Rucksack hat, ist es echt doof. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ein schönes Plakat gebastelt. Erster Hey, so ihr zahlt keinen Eintritt, da saß kein Kleinwagen drin, leider. Slam am Jam, erster Preis. Ein Schild. Ja, wenn ihr also demnächst irgendwie in Geldnot seid, setzt euch in eine Fußgängerzone mit diesem Schild, dann kriegt ihr auf jeden Fall was. Ich lege das erstmal wieder weg, bevor es noch kaputt geht. So. Wenn ihr sagt... der erstgehörte Johnny mit dem Text Hashtag Taub möge gewonnen haben, dann müsst ihr gleich so viel Gas geben, wie ihr könnt. Wenn ihr aber sagt, nein, nein, stimmt gar nicht, Jenny mit Hashtag Leben / Erinnerung, dann mögt ihr da ausrasten, wie ihr wollt. Oder wenn ihr sagt, nein, nein, Jan Wörtjes Lügen und Lachflash, Hashtag Lügen und Lachflash war euer Ding, dann kürt ihr ihn quasi zum Gewinner. Ganz easy, ich höre das super gut bestimmt raus. Das kann noch sehr lustig werden und sehr lang werden heute Abend. Die nachfolgende Sendung könnte sich um mehrere Stunden verzögern, aber nun denn, ist ja gerade noch ganz schön, wobei es könnte noch Regen geben. Nun denn, wenn ihr sagt, Johnny aus Metting möge den Slam am Jam in diesem Jahr hier heute gewonnen haben, tritt bitte ein Stück vor, dann rastet aus, so krass wie ihr könnt, jetzt! Vielen Dank, vielen Dank. Danke. Das waren ungefähr 93,7 Dezibel. Ich merke mir das. Wenn ihr sagt, nein, nein, nicht an Johnny, nicht nach Mettingen soll das Ding gehen, sondern nach Hamburg zu Jenny Riek mit dem Text Hashtag Leben, Hashtag Erinnerung, bitte tritt auch ein Stück nach vorne, dann macht so viel Lärm, wie ihr könnt. Jetzt! Vielen Dank. In den Spitzen waren das ungefähr 94,3. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Jan Wörtjes, tritt bitte ein Stück nach vorn. Wenn ihr sagt, Jan Wörtjes aus Paderborn möge gewonnen haben mit dem Text Hashtag Lügen, Hashtag Lachflash für die eine Person, die sich das nicht merken konnte, dass sie gelacht hat dabei, dann macht so viel Lärm, wie ihr könnt. Jetzt! Vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich werde die Trophäe noch einmal holen. Dum, 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 dum.
Wer hat dieses Pappschild heute Abend gewonnen? Wir haben einen dritten Platz. Der geht nach Metting an Johnny! Und wir haben einen ebenso wunderbaren zweiten Platz. Jenny Rieck! Euer Gewinner des Slam Bam Jam 2018 kommt aus Paderborn und er hat auf den Namen Jan Wattjes! Das war's vom Slam Bam Jam, aber rennt noch nicht weg, denn drei Sachen. Erstmal möchte ich euch sagen, es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ihr wart super drauf, es war sehr geil. Ich liebe das Emsland mittlerweile einfach und es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Ich freue mich immer tierisch. Ihr werdet nicht das letzte Mal von mir gehört oder gesehen haben. Hoffentlich, vielleicht, wer weiß, vielleicht werde ich wieder gebucht. Wir werden es sehen. Das letzte Wort geht aber an den Gewinner des Abends, der jetzt gleich noch ein paar nette Worte bestimmt für euch finden wird. Und dann hören wir gleich nochmal Finkbass. Bleibt also noch ein bisschen hier, trinkt noch was, genießt noch das schöne laue Wetter und habt einen guten Abend. Ich sag schon mal Tschüss. Mein Name ist Jens Gotthaler. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Ja, Mensch. Gestern stand ich im Geschäft noch davor. Wie wusstest du? Habe ich mir schon immer gewünscht, ein Plakat. Nein, das ist ganz witzig. Jens und ich sind gleich noch auf den Geburtstag eingeladen. Und ich hab kein Geschenk. So. Ich dachte mir, vielleicht gewinne ich ja was Geiles und kann das verschenken. Und ich glaube, Flori freut sich, oder? Ja, der freut sich, auf jeden Fall. Nein, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt alle 13 Punkte-Appläuse waren es, ne? Alle 13 Punkte-Appläuse, die ihr heute Abend gegeben habt, nochmal zusammennehmt zu einem Orkan-Applaus, der so laut ist, dass es selbst die Taubstummen hören, für die eine Person, der war okay. Für, ich würde sagen, den besten Moderatoren der Welt. Er hat das heute super verborgen. Macht einen 100-Punkte-Applaus für Jens Gotthaler! Mach das Mikro, Mann. Halt mal bitte. Vielen, vielen Dank. Kommt gerne auch mal nach Lingen. Es ist auch echt schön in Lingen so, falls ihr da noch nie wart, so als Mapner. Ich weiß ja nicht, ist auch ein Ausflug wert. So, kommt mal vorbei, lasst euch da blicken im Kuschinski nächsten Monat. Ansonsten, ich habe noch vergessen, kauft ganz viele Sachen. Jenny hat nämlich zum Beispiel auch CDs dabei mit Texten dann. Einfach Texte oder mit Musik oder einfach Texte. Texte, kauft Sachen, macht diese Menschen glücklich. Wir müssen irgendwo von leben. Applaus ist des Künstlers, Brot ist Quatsch. Dafür kriegen wir kein Brot morgen früh. Wir brauchen Geld dafür, hartes Geld. Kauft Sachen bei den Menschen. Kommt gut nach Hause später. Genießt jetzt noch. Fink das! Die Zugabe kommt jetzt von Fink was. Man kann Jan auch bei YouTube angucken. Tschüss. Thank you.
So, wie schon erwähnt wurde, haben wir einen schönen Merch-Tisch und da gibt es natürlich auch Zeug von mir. Ihr könnt euch für mein Newsletter anmelden, darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt euch Postkarten und Sticker mitnehmen, so viel ihr mögt. Und es gibt Poster, T-Shirts und YouTube-Beutel, die sind besonders cool, weil Fairtrade, Bio, Unisex und von einem Kollektiv handbedruckt und passend zu diesem Raketenmotiv da drauf, habe ich auch einen Song dabei, der heißt All Engines Running. Running.
Kassel. Wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr mich auch im Internet fast überall finden. Meine Webseite finkbass.com. Wie gesagt, Newsletter-Anmeldung liegt aus. Ich bin auf Facebook, ich bin auf YouTube. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Auf eurem Portal der Wahl. Und den nächsten Song findet ihr auch online auf YouTube. In Remembrance. Thank you.
So, ich komme schon zum letzten Song für heute Abend. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Vielen Dank an das ganze Jam und Carsten für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mal in Meppen zu sein und für euch zu spielen. Okay, der nächste Song heißt Rebels. Rebel to the core.
Dankeschön. Schönen Abend noch. Vielen, vielen Dank. Merci. Hallo, ich bin's nochmal. Ganz kurz nochmal eure Ohren. Schweigefuchs. Ich vermisse noch ein Exemplar Punktetafeln, wo auch immer das steckt. Ich hätte es sehr, sehr gerne wieder. Und B, was ich eben gar nicht erwähnt habe, im Oktober findet in Lingen die Landesmeisterschaft für Niedersachsen-Bremen im Poetry Slam statt. Und es gibt schon Tickets zum Vorverkauf auf lingen.de. Dort müsst ihr mal in den Kalender gucken und euch Tickets sichern. Das Finale ist dann im Theater an der Wilhelmshöhe, also 740 Leute haben wir Platz. Sind richtig geil. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Jetzt trinke ich weiter Weißweinschorle, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine Zugabe von Finkbass, habe ich so mir gerade sagen lassen, oder? Ne? Zugabe? Zugabe? Also wenn ihr noch Bock habt und richtig ausrastet, kommt sie vielleicht nochmal auf die Bühne. Für euch, Finkbass! Ja, danke, danke, danke. Alright. Dann vielen Dank an dieser Stelle nochmal für euch mein Song namens You Did Me Wrong.
Merci beaucoup. Bis bald. Vielen Dank.